Es ist Freitag, wir holen uns ein Somnivorum. Hallo Husky. Hallo Paul. It's Friday, meine Leute. Jay Gamer. Oh mein Gott, der Jay, der Gamer. Tier 3 Sub. Vielen Dank. Leos Hey, Leos Hey. Dankeschön. Hallo Schrick. Hallo Dino. Hallo JP. Hallo Josh. Josh. Oh nein, brauche ich Zerschneider? Ich brauche Zerschneider, gell? Oder kann ich hier rein? Ist freitags nur der Keller offen? Nee, der ist, glaube ich, immer offen. Ich hab's gesehen, Herbens. Ich wollte es gleich noch sagen, Mann. Du hast die Überraschung. Ach, da ist es. Und das ist nur freitags da oder ist der Keller nur freitags offen? Ich glaube, es ist einfach nur freitags da im Licht. Wie cool. Hallo Hikaru. Hallo Priester. Mir will nur mal sagen, da ich durch deine Stream-Tipps und Tricks-Videos besseren Content machen und meine Reichweite steigern konnte, ist das so nice. Das ist nicht wegen mir so, das ist wegen dir so. Ich habe nur meine Meinungen veröffentlicht. Aber Dankeschön für die Nachricht, Dankeschön. Wenn du Bock hast, können wir mehr darüber reden. Sag einfach, was du treibst. Warum hat es dir geholfen? Musst du nicht natürlich. Würde mich nur interessieren. Spooky Ball. Black and White sind meine favorite Pokémon-Spiele of all time. Sehr gut. Ist auch ein gutes Spiel, ne? Hallo Regirock. Hallo Megu. Minar. Die sind Level 63? Moment mal. Heißt es, ich kann hier erst rein, wenn ich die Story durchgespielt habe? Krass. Mache mich jetzt hier fertig. Olopoto, dankeschön, dass du Mimi einen Sub geschenkt hast. Olopoto, dankeschön. Hallo Unbekannt. Das kleine Entschuldigung. Achso. Oh, ich hab's schon ganz vergessen gehabt. Alles gut. Alles gut. Es ist nur eine Sache, die mich extrem nervt. Cool, dass ich nur zwei Pokémon im Team habe. Alles gut, Olopoto. Ich hatte schon wieder vergessen. Es ist nur in dem Moment dann. Alles gut. Das ist halt ein gutes Mindset, was das angeht. Dankeschön. Aber ich mach das ja gar nicht mehr. Ich habe ja schon damit aufgehört. Oh Gott, wie schaffe ich denn diesen Boss jetzt hier? Oh, was heißt Boss? Das ist ein ganz normaler... Marco, Anne, JJ, hallo. Hallo Drarot. Oh warte, die Dinger sind aus, ne? Ich hatte nämlich gestern vor zu streamen und dann ging es unserer Bartagame schlecht und dann habe ich es doch nicht mehr gemacht. Aber ich habe nochmal Nuffy in der Nacht gesucht, habe 20 weitere Manuffys ausgebrütet und es geht nicht wirklich schneller, wenn ich es offline mache. Es geht nicht schneller. Es geht nicht schneller, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es geht sogar nicht schneller, wenn ich aufpasse. Ich glaube, so ein Reset ist einfach 30, 35 Minuten lang. Geht's ihr besser? Keine Ahnung. Cool. Ich muss hier mit einem vollen Team, glaube ich, hin. J-Gamer, du bist ein Axanthor. Ihr habt eine Bartagame? Ja, schon seit 10 Jahren. Also Kaiser Kaspar, hallo Gehe, hallo Manna. Lese ich hier Traumradar? Holst du dir heute die Tierform der nackten Dudes? Nackt sind die für dich? Hallo Amalia. Ja, ich hole noch schnell noch das versteckte Fähigkeiten Somniorum und dann mache ich Traumradar an. Aber wir holen nicht alles in Traumradar, weil Traumradar ist zeitbasierend.
Ich kann nur so viel machen, wie ich halt an einem Tag machen kann. Was, glaube ich, nicht viel ist. Nee, unsere Bartagame ist immer nicht so gut drauf. Die ist immer sehr fragil und sowieso. Aber sie... Gestern hat sie auf einmal angefangen zu sabbern ohne Ende. Was Bartagame nicht machen. Im Gegenteil, die behalten jede mögliche Flüssigkeit in sich, anstatt zu sabbern ohne Ende. Wo sind meine Pokémon hier? Und das heißt entweder, dass sie ein Respiratory Problem hat, also Lungenproblem, oder dass sie irgendwas im Hals stecken hat. Aber mitten in der Nacht kann man natürlich nicht zum Arzt gehen, vor allem nicht einen Reptilienarzt. Dann haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, was morgen früh ist. Und jetzt ist sie wieder relativ, also sie sabbert nicht mehr. Ich schätze, sie hatte nach dem Essen, weil es nach dem Essen fing es an. Hat sie vielleicht irgendwas von der Erde verschluckt und hat dann irgendwas blockiert in ihrem Hals, sodass sie nicht mehr runterschlucken konnte. Und dann ist die ganze Spucke einfach im Mund geblieben, keine Ahnung. Aber sie, heute Morgen hat sie dann auf einmal nicht mehr gesabbert ohne Ende. Mal gucken. Skelabra war schon richtig. Warum hat es nicht umgebracht alles? Dem Tiger geht's bald besser. Der bärtigen Echse. Toasty, du bist ein Igelava. Anne, du bist ein Kupfanti. Und Noah, Night Raven, du bist ein Knattertox. Und JJ ist ein Ninkada. Ah, nicht Irrlicht, fuck. Er macht X-Angriff? Okay, gut, dann... Hallo, der rote Jay. Ach, dem Tier. Ich habe Tiger gelesen. Warum habe ich Tiger gelesen? Das Traumata echt schneller als ich? Nee. Ich habe gestern Cynthia das erste Mal besiegt. Oh mein Gott, war das schwer. Hier oder in Gen 4? Ich habe gestern erst erfahren, dass es hier Cynthia gibt. Kriegt man irgendeine Belohnung dafür, dass man Cynthia besiegt? Was ist mein Favorite Pokémon aus Black and White? Skelabra, mit dem ich hier kämpfe. X-Angriff hat er gerade auch gemacht. Ja. Jetzt macht er irgendeine krasse... Na, er macht Ränkeschmied. Okay, dann schaffe ich es diesmal. Die Begegnung ist Belohnung genug. Olopoto, du bist ein Tropius. A little sheep. Das heißt, wir sehen deinen Streaming-Raum durch die 3DS-Cam? Dann ja, wenn wir das gleich machen, ja. Aber den kannst du sowieso sehen, die ganze Zeit hier. Bitteschön. Oder in meinem Video auf YouTube. Die Room-Tour. Danke für 10.000 Subs. Krass, jetzt habe ich den Gegner komplett geswiped hier. Und gerade eben hat er mich umgebracht. Es ist ein kleiner Unterschied, ob Hypno angreifen kann oder nicht. Hat die Angst vor mir? Die hat Angst vor mir. Heißt? Okay, die hatte Angst vor mir. Warum bekämpfe ich die dann, wenn ich keine XP mehr brauche? Hallo Ikaru. Musste mal mit unserer Katze nachts in die Tierklinik, hatte einen anaphylaktischen Schock, hatte Durchfall, Feldrickig und dabei die ganzen Katzenstreu mit verschluckt. 350 Euro später ging sie aber besser. Was heißt es, dass sie auf irgendwas allergisch war, was sie gegessen hat, oder? Das ist dumm, dass ich das hier... Was machen die alle X-Items? Was ist das für krasse Trainer?
Aber muss man nicht in Deutschland für einen Hund eine Versicherung haben? Also ist es nicht Pflicht, für einen Hund eine Versicherung zu haben? Wobei wahrscheinlich nur eine Versicherung, wenn, weil der Hund gefährlich sein kann oder so, gell? Also so eine, wie heißt es? Haftpflichtversicherung muss man bei einem Hund haben. Glaube ich, war das nicht so? Ich glaube, bei größeren Tieren, also jetzt bei einer Echse nicht, aber bei größeren Tieren lohnt sich echt so eine Krankenversicherung für das Tier, oder? Weil wenn ein Hund mal krank ist, ist es locker immer 500.000 Euro, ne? Also 500 oder 1.000 Euro. Nicht in allen Bundesländern, ah, okay. Aber keine OP-Versicherung. Ja, genau, Haftpflicht, weil der Hund könnte was kaputt machen, deswegen ist Haftpflicht, Pflicht. Haftpflicht, Pflicht. Rentiert sich was immer. Heute wieder ein Stream, es ist Freitag, ganz normaler Streamtag. Hallo Katetsu. Hallo Angel. Habt jetzt ein KP übrig bei dem kleinen Dönertier hier. Es könnte ein Ottifant sein. Ein süßer Ottifant. Parasek, den kriege ich noch. Ich weiß ja nicht, wann du streamst, nur um welche Uhrzeit. Montag bis Freitag. Aber dienstags mache ich meistens YouTube-Videos. Aber diese Woche habe ich keins gemacht. Aber nächste Woche mache ich eins. Mir ist spontan eingefallen, hey, lass doch ein Video machen über die besten Tools für Pokémon-Spieler. Deswegen habe ich euch ja auf dem Discord gefragt, was für Tools benutzt ihr so als Pokémon-Spieler, sei es Competitive. TCG hätte ich noch sagen können. Keiner hat irgendwas zu TCG aufgelistet. Es gibt bestimmt auch so TCG-Seiten, die Preise schätzen oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt auflisten will. Vielleicht lasse ich TCG einfach weg. Gott, was ist hier? Die haben alle Angst vor mir. Das heißt, es ist alles hier schön optional. Krummlöffel, das macht Sinn. Okay, ich muss irgendwie... Sag jetzt nicht, da springe ich drüber, nein. Ich muss irgendwie zu so einem Niveau rammern. Was? Da kam ich her? Hier kam ich nicht her, das ist Quatsch. Oh, da ist ein Böser. Fauncha. Ich glaube aber, dass die TCG-Leute nicht so deine Zielgruppe sind und deswegen wenige schreiben. Korrekt, korrekt, korrekt. Ich finde auch dieses TCG-Thema, vor allem wenn man dann so auf Geld geht, ist es dann schwierig, wenn so... Wenn man, das ist fast schon wie Krypto-Leute dann. Die so sagen, ja, du musst warten, dann in 2 Jahren geht es wieder voll ab und so. Lass mir TCG, würde ich einfach weglassen. Ich habe eine TCG-Seite, wo ich immer nachgucke, wo halt wirklich aktuell alle Karten aufgelistet werden. Einfach nur, dass man alle sieht, welches Set welche Karten hat, wo schön die Artworks gezeigt werden und sowas. Sonst habe ich auch null mit TCG am Hut. Libelle, Libeldra, was damit? Früher habe ich ein Linkkabel verwendet, zählt das als Tool? Nein. Was ist das hier? Ist das ein Ofen? Muss ich hier irgendwas machen? Nee. Ich muss irgendwie runter zu Somnivora. Einfach mal random danke, dass du Pokémon-Content machst. Wenn es mehr deutsche Poketuber wie dich gäbe, wäre die Plattform deutlich besser. Aber wenn es mehr wie mich gäbe, dann würden wir ja alle das Gleiche machen und dann würde man ja nicht alles anschauen, weil wir alle dann das Gleiche machen. Deswegen ist es ja so schön, dass es so viele Leute gibt, die verschiedene Sachen machen. Also macht Sinn, oder? Vielleicht. Ah, wir sind jetzt im nächsten Teil da oben. Okay. Spiel angemacht, sofort Shiny Picochilla. Aber in hier Ding, oder? In Scarlet und Violet. Ich bin der Boomer der Pokémon-Spieler, kenne mich nicht aus und schaue zu. Und trotzdem, du hast doch... Ah, jetzt habe ich hier eine Abkürzung gemacht. Und, aber vor allem, hä, du hast doch auch Pokémon-Spiele gekauft und sowas. Pontinus hat Blut geschmeckt, geleckt. Mit dem Eisendorn. Ich glaube, ich bin schon bei Somnivora. Nice. Dieses Somnivora taucht nur
freitags auf. Ich schätze mal, in Gen 5 ist es auch so, dass Events 24 Stunden lang geblockt sind. Das heißt, auch hier müsste man die Uhr auf Donnerstag stellen und dann, keine Ahnung, 3 Minuten warten, bis Freitag auf der Uhr ist und dann erscheint Somnivora. Ich habe jetzt einfach gewartet, bis tatsächlich Freitag ist. Und ich habe gestern im Stream habe ich meine Uhr noch umgestellt, weil wir kurz ein falsches Datum einstellen mussten. Ich weiß nicht, ob es geklappt hätte, wenn ich jetzt kurz vorm Stream auf Freitag gestellt hätte. Ich schätze nicht, weil Events immer gesperrt werden für den Tag. Aber ja, nur freitags hier in Somnivora auf Level 50, das die versteckte Fähigkeit hat. Das heißt, wir können das jetzt nehmen, solange es weiblich ist. Wir müssen hier resetten. Außer es kann nicht weiblich sein, dann haben wir ein Problem. Aber wir müssen das weiblich machen und dann können wir das auf männlich brüten, sodass die Vorform, die Form davor, auch die versteckte Fähigkeit hat. Dann haben wir jetzt schon, wenn wir das gemacht haben, haben wir 4 versteckte Fähigkeiten im Mons. Kann ich noch einen Schritt weitergehen? Ja. Kennst du eigentlich alle 1025 Pokémon? Also sieht Pokémons. Ich muss betonen, dass Meguminar Pokémons geschrieben hat. Also siehst ein Bild und weißt den Namen und eventuell noch den Typ. Tut mich da echt schwierig. Ich tue mir schwierig, wenn es so krass verpixelt ist. Oh, Hornweisel? Holdra? Nee, Hornweisel. Girafarik? Schau mal, Hornweisel. Hornweisel ist so leicht schräg und geht nach unten breiter. Gira? Wo ist das Giratine? Ach, Girafarik auch. Okay, schauen wir mal. Okay. Granbull. Granbull ist eine Fee. Ja, Megumina, ich kenne alle 1025 mit Namen und ich, wenn das nicht verpixelt ist, ich kann es mal kurz ausmachen. Wenn es nicht verpixelt ist, dann... Deswegen haben wir es verpixelt gemacht, weil es zu einfach ist. Wo ist die Verpixelung hier? Wo ist die Verpixelung? Hier? Nee. Auch hier. Das ist ohne Verpixelung. Bonita. Ho-Oh. Tampignon. Mantips. Fluette. Also Flabébé. Logok Vorentwicklung ist. Man weiß die Vorentwicklung von Logok nicht. Flemly, Jungglut, Spoink, also Sproxy, Olitena, Anton, Milza, Cravello, Reshiram, Lavados, Monetigo, Espinodon, Zepeise, Dodri, Cedraking, Gierspenst. Ja. Geht schon. Exul. Cravell. Cravello. Cravell. Ja, es ist Cravell bloß. Und deswegen machen wir es verpixelt, weil es wäre viel zu einfach. Für uns alle. Was ist das? Panzer? Nee. Warte. Vielleicht Togekiss? Nee, Pupita. Oh, stimmt, Pupita. Pupita? Ich hab Togepi. Ich hab Togepi gesagt, dann dachte ich mir, nee, das sieht aus, als würde es fliegen. Togekiss. Ich hab Togepi. Husky, du bist ein Schallquapp. Dafür, dass ich nichts anderes mache, als den ganzen Tag Pokémon spielen, tue ich mir aber oft sehr schwer mit Pokémon-Namen. Aber es liegt nicht daran, dass ich sie nicht kenne, sondern dass einfach mir oft Begriffe nicht einfallen. Und am anderen sind es nichts anderes als Begriffe. Cubics, Dankeschön für 48 Monate. Dankeschön. 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 Deo, für dich auch nochmal. Was ist das? Ah, das ist einfach. Das sehe ich ja aus 100 Metern Entfernung, wenn ich die Augen zu habe. Was ist das?
Genau, das ist eins, wo mir der Name immer nie einfällt. Ich weiß, dass es irgendwas mit A ist. Aber jetzt fällt mir zum Beispiel die Vorentwicklung nicht ein. Amagarga. Das ist Amagarga. Amagarga. Amarino, genau. Das sind einfach so Dinger, die sind nicht so tief drin, die Begriffe einfach. Okay, wir haben gespeichert. Das hier ist die versteckte Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, was die versteckte Fähigkeit ist, aber sie ist bestimmt toll. Und auf zum Elefantenfötus. Scha-scha-scha. 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 Weibchen? Weibchen? Männchen. Tschüss. Scha-scha-scha. Was ist Aphasie? Ist Aphasie, wenn einem Begriffe nicht einfallen? Das war nicht sehr peise, das war wup, wup, wup. Burma-Dame. Wo ist Burma-Dame? Korrekt. Echt Aphasie ist, wenn einem Begriffe nicht einfallen? Okay. Die eine Krankheit, bei der man Zuckungen bekommt, wenn man schnelle Bilder sieht, ist... Epilepsie. Ich will immer... Ich bin ein extrem visueller Mensch, ein sehr optischer Mensch und selbst Begriffe habe ich bildlich vor mir. Deswegen weiß ich meistens, womit der Begriff anfängt. Also mit welchen Buchstaben und ich sehe dann die Buchstaben und ich sehe auch die Länge des Wortes und ich sehe dieses Wort verschwommen. Aber es will mir nicht einfallen, aber ich sehe es vor mir. Aber ich kann es nicht lesen. Und Epilepsie, ich will immer mit A oder S anfangen und ich komme nicht drauf. Aber sobald ich weiß, es kommt mit E, es fängt mit E an, es ist Boom, Epilepsie. Wortfindungsstörung. Und ist das gefährlich? Ist das ansteckend? Jetzt ist weiblich. Hast du gelogen? Du hast gelogen, Hikaru. Auch zu lügen immer. Riechst du auch Ziffern? Nein. Aber ich habe einen verdammt guten Geruchssinn. Geruchssinn. Hallo Juniper. Ich hasse es, dass ich einen guten Geruchssinn habe, weil ich sitze immer irgendwo und dann zum Beispiel, ich kann den Geruch von Wäsche nicht haben. Außer du packst extrem viel Parfum oder halt irgendwelche Geruchszeug rein und hier Weichspüler und sowas, was man aber nicht tun soll, was wir so gut wie nie machen oder nur ganz, ganz wenig. Und wodurch ich halt dieser Geruch von nasse Wäsche ohne große... finde ich so kacke. Ich hasse es. Und auch immer im Auto oder sowas kennt man ja auch, wenn man in irgendeiner Farm vorbeifährt und auf einmal kommt dieser Hühnerstallgeruch. Immer so eine Minute früher bin ich so uff und dann eine Minute oder 20 Sekunden später dann so rosa dann so ii und ich schon 20 Minuten vorher, habe ich schon gerochen. Keine Ahnung, es nervt. Weil meistens der Geruchssinn ist nur für... Es ist ja nicht so, dass ich rumlaufe und sage, was für ein guter Geruch. Geruch ist eigentlich immer nur negativ. Ich meine, klar, manchmal riecht Essen geil und sowas. Aber ich würde gern nicht so gut riechen können. Weil ich rieche immer nur eklige Sachen, habe ich das Gefühl. Hab heute ein Pokémon Feuerrot erkaufen können. Malcolm, geil. Was machst du damit? Einfach spielen? Hast du dir irgendwas Besonderes, was du dir holen willst? Drarot, du bist ein... Meguminar. Mann! Der Magierfisch. Der Name kommt irgendwie von Magierfisch oder so. Es klingt so wie so ein Magierfisch. Basculesion weiß ich auf Englisch auch, weil die Namen auf Englisch... Manchmal machen Namen auf Englisch einfach viel mehr Sinn. Aber manchmal halt auch auf Deutsch. Basculesion oder auch Overquill lässt sich so gut merken. Overquill. Und dann auf Deutsch ist Overquill einfach... Das meine ich mit irgendwas mit M. Aber hier ist es Salamagnus, genau. Salamagnus. Das meine ich ja. Ein Magierfisch. Salamagnus. Ich würde auch gern alle 1025 Pokémon kennen. Dank dem Origin Dex erlebe ich Pokémon von einer anderen Seite. Habe als Kind Rote Edition gespielt, X und dann Purpur.
habe so viel nachzuholen, aber es ist so schön. Das habe ich alles dir und deinem Gen 1 Video zu verdanken. Und ich nehme die volle... Was ist positiv von Verantwortung? Ich nehme die komplette Danksagung an und sage, es ist nur wegen mir und dein Erstgeborenes wird Leo heißen. Weibchen, wie bringe ich dich jetzt nicht um? Ich wechsle einfach auf ein wunderschönes Zapplerang. Anerkennung? Ich nehme die volle Anerkennung an. Myriador ist, genau, Overquill ist Myriador, warum auch immer. Bist du Fan von der asiatischen Küche? Ja, aber asiatische Küche ist ein Begriff, den es nicht wirklich gibt, weil es gibt keine asiatische Küche. Es gibt kein Gericht, das asiatisch ist. So eine dumme Europarisierung? Sag mir ein asiatisches Gericht. Eigentlich sagen wir japanisch. Ja, wenn du japanisch isst, dann sagst du japanisch. Ja, oder koreanisch, oder vietnamesisch, oder thailändisch, oder indisch. Oder chinesisch. Curry ist indisch. Nee, Curry ist nicht automatisch indisch, weil Japan hat auch Curries. Die sind sehr süß. Indien hat Curries, aber England hat auch Curries. Ich glaube, ich schmeiße einfach. Wobei, ich sollte es nicht umbringen. Knirscher, so Donnerblitz sollte es, glaube ich, nicht. Wobei, ich bin 55. Ich schmeiße einfach. Das passt schon. Das halten wir schon aus. Wir haben noch genug Bälle. Ich mag europäische Gerichte. Genau. Die typischen europäischen Gerichte. Wer kennt sie nicht? Nudeln. Hallo, Error. Teriyaki? Weiß ich gar nicht. Wo gehört eigentlich Teriyaki dazu? Was ist Teriyaki? Ist das japanisch? Nee. Ist Teriyaki japanisch? Wahrscheinlich. Das klingt so. Nee, du meinst Tzatziki, Draort. Teriyaki kann nicht griechisch sein, glaube ich. Du meinst Tzatziki. Teriyaki, Tzatziki. Bratkartoffeln sind europäisch. Ja, Kartoffeln kann man ziemlich europäisch nennen. wir haben ein Problem. Das Ding wiped mich jetzt. Reis ist an für sich nahezu universell. Die arabische Küche hat auch sehr, sehr viel Reis. Aber ja, Reisgerichte. Hast du vorhin eine Miso-Suppe gemacht? Nice. Freddy hat auch mehr Curry. Deine Tochter heißt nicht Leo. Ich finde, Frauen kann auch Leo heißen. Dino, du bist ein Terrakium. Apropos Teriyaki. Du bist ein Teriyaki-Mum. Teriyaki-Um. Dein japanisches Markt ist heute angekommen. Da ich halb Japaner bin, mag ich den Origin Jacks auf Japanisch. Nice. Dann machst du ihn nochmal auf Deutsch. Der ist doch geil. Dann hast du es gut, weil du kannst, die japanischen Spiele sind so viel günstiger als die deutschen. Ich meine, wir könnten auch die japanischen Spiele spielen, aber ich würde halt kein Wort verstehen. Verstehst du es denn? Also kannst du es lesen? Aber englische Currys sind eben durch die Kolonialisierung Indiens korrekt, aber trotzdem wurden bestimmte Currys in UK von UKern erfunden. Das berühmteste... Was ist das? Was ist das berühmteste Curry? Ich hab's schon so oft, hatten wir das Thema. Das ist zum Beispiel aus UK und findest du gar nicht in Indien. Du liest doch eh nicht, aber manchmal muss ich wissen, was ich anklicke. Vor allem im Kampf. Ich kann nicht einfach japanisch durchklicken.
Warum kann man den Stream nicht zurückspulen? Das habe ich ausgemacht, weil es mich extrem genervt hat, dass Leute es immer machen, weil dann haben Leute live zugeguckt und haben in den Chat reingeschrieben. 10 Minuten, nachdem alles passiert ist. Deswegen habe ich das ausgemacht. Wenn ihr den Stream von vorne anschauen wollt, dann schaut das Video nach dem Stream an. Live ist live. Na, 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 na. Currypulver ist auch nicht indisch. Currypulver? Curry ist halt, glaube ich, ein sehr, sehr allgemeiner Begriff. Wenn wir an Curry denken, dann denken wir an dieses Currypulver. Aber in Indien ist Curry nicht dieses Pulver, sondern dann die Art von Gericht, glaube ich. Und dieses... Zum Beispiel, wenn ich wir reden ständig darüber, es tut mir leid, aber wenn ich mein Butter Chicken mache, was auch ein indisches Curry ist, da ist kein Curry drin. Also nicht das, was wir kennen. Da tue ich kein Currypulver rein. Currypulver für uns ist dieser Curry-Geschmack. Aber ein Curry hat nichts mit diesem Curry-Geschmack zu tun, was wir kennen von dem Pulver. Currywurst, genau. Wenn wir sagen Currywurst, dann ist da Currypulver drin. Aber Currypulver hat nichts mit indischen Currygerichten zu tun. Kann der mal drin bleiben? Wir nennen das Eintopf. Garam ist das indische Gewürz, genau, ja. Garam Masala. In Gen 4, wenn du da nicht verstehst, wo du hin musst, dann kannst du dich nur verlaufen. Wenn du da nicht mitliest, dann musst du die ganze Map abgehen und jeden NPC ansprechen, um weiterzukommen, weil es ist so ein Labyrinth. Klick. Jawohl. Da ist unser weibliches Somnivora, das wir jetzt brüten können mit unserem... Wie war das? Mit Ditto geht's erst ab Gen 6, ne? Ja. Das heißt, ich muss jetzt noch ein normales fangen, auf männlich. Aber ich glaube, ich habe keins. Ich habe niemals eins gefangen. Finde ich hier im Busch welche? Im Busch. Habe ich Bock auf so eine schöne Manta-Platte? Was ist eine Manta-Platte? Okay, das ging schnell. Männliches Somnium, fertig. Was ist eine Manta-Platte? Ein Hallo Danu. Oh. Er macht Traumfresser. Du bist so doof, Somnium. Du bist so doof. Curry verbinden die Inder eher die Currypflanze. Die Blätter sind in vielen Gerichten enthalten. Hm. Ich tue noch was anderes rein in meinen Curry. Fani Goreng? Nee, was ist das anderes? Irgendwas mit F, so grün. Schmeckt sehr markant. Irgend so ein F-Ding. Ja, mein Bruder hat bald Jugendweihe und ich denke, er würde sich mega freuen, wenn du ein Grußvideo machen könntest. Wir als Familie haben geplant, es auf einer Leinwand abspielen zu lassen. Wäre cool, ich würde es auch klippen. Rapid Monkey, erkläre gerne. Aber was genau meinst du, Cringe? Die Vorstellung, dass ich auf einer großen Leinwand laufe vor eurer Familie, ist ja... Da werde ich ja ganz, ganz rot. Aber was meinst du? Also ich kann gern kurz was sagen. So, herzlichen Glückwunsch und so. Aber erstmal muss ich wissen, was eine Jugendweihe ist. Und... Also ich kann kurz 10 Sekunden oder sowas sagen. Aber jetzt 5 Minuten oder so eine Rede halten, das können wir nicht, das kriege ich nicht hin. Hallo Henpro. Freu dich doch. Okay, wenn du es sagst, dann freue ich mich. Warum soll ich mich freuen? Das ist super nett, das ist super cool, aber der Bruder soll sich freuen, nicht ich. Hast du mal einen Curry mit Äpfeln gemacht? Nee, aber Bananen. Okay, kann ich jetzt Fluchtseil nehmen? Warte, hier ist ja... Ich kann mir direkt draußen. Was ist denn Jugendweihe? Kannst du es einmal kurz sagen? Ist das sowas wie
Firmung. So, rot bin ich so auch schon immer. Hallo, ich habe extra einen Filter, und dass ich nicht rot bin. Ihr wisst gar nicht, wie rot ich wirklich bin. Boah, ich geh woanders hin. Mantaplatte ist doch eine Currywurst-Pommes? Echt? Die Mantaplatte. Weltliche Version der Konfirmation. Okay. Bei der Jugendweihe begehen die Jugendlichen symbolisch den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden und das feiert man. Das heißt, wie alt ist er? 16? 18? 14? 8? 38? Ich muss hier hin. 14? Also mit 14 war ich noch kein Erwachsener. Ich würde sagen, mit 23 war ich noch ein Kind. Er heißt Lenny. Lenny. Die Omas werden dich lieben. Mach ich gleich, einen Moment. Also sowas wie, hey Lenny. Hat er an dem Tag denn auch Geburtstag? Oder sage ich einfach nur alles Gute zur Jugendweihe? Oder sage ich alles Gute zum Geburtstag? Ich glaube nicht, dass es Lenny Fickett ist. Nee, nur Jugendweihe. Okay, also alles Gute zur Jugendweihe. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und danke, dass du der größte Leos Mind-Fan bist und wenn du dann 35 bist, mir dein halbes Gehalt gibst jeden Monat. Wie wär's damit? Das muss ja auch irgendwas. Muss ja auch irgendwie Werbung machen. Ups, das war's falsch. Ne? Die beiden. Okay. Gesprochen wie ein Löwe. Konfi ist auch mit 14, Firmung doch auch, oder? Ja, ich glaube, Firmung ist mit 14. Ich wurde nie gefilmt, ich habe nur eine Konfirmung. Wie heißt es davor? Bei den Christen? Konjunktion? Nee. Kommunion. Kommunion hatte ich und da war ich 10, 9, 8, 7, 6. Wenn ihr mehr von diesen Glückwünschen sehen wollt, dann schaut bei Leos Mind auf Twitch vorbei. Damals mit 10 Jahren niemals die Dreamworld machen zu können, tut bis heute weh. Ich meine, ich werde auch nie erleben, wie das war. Ich habe nie die Dreamworld gemacht, ich habe auch keine Ahnung. Moment, du hast ein Ditto bei dir, verdammt. Macht nix. Ich mach's gleich, nicht weggehen. Rapid Monkey. Das darf nicht länger als 30 Sekunden sein, weil du musst ja dann, kurz nachdem ich fertig bin, musst du auf Clip drücken. Okay, jetzt bin ich fertig. Clip geht eine Minute. Ich dachte, es waren 30 Sekunden. Die Leo war mit 14 noch ein kleinerer Bauke. Genau, ich saß in meinem Keller und habe Lego gespielt, während Limp Bizkit lief. 30 Sekunden ist Standard. Okay. Lenny zum... Keine Wiedergabe. Komm, ich bin extra krass. Schau mal, du kannst alles damit machen dann. Lenny Jugendweihe. Jugendweihe. Ich bin noch da, okay. Ich sag einfach Standard, ne? Ich weiß jetzt nicht so viel. Einfach jetzt cringe in die Kamera reinreden. Okay. Lenny, hallo Lenny, Jugendweihe. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Mehr mache ich nicht, okay? Irgendwie so?
Ihr könnt Memes daraus machen, ja, solange ihr Lenny aus dem Spiel lässt. Wieso? Schaut weg. Ihr müsst alle bitte jetzt wegschauen, nur Lenny darf ja schauen. Wieso? Hallo Lenny! Nein, nochmal. Nochmal, es war nicht gut. Der war nicht gut. Den Tag machen wir nochmal. Zieh Pulli hoch. Nein. Das ist schon niedlich irgendwie, gell? Schau, schau, wie ich rot werde. Hallo Lenny, alles Gute zur Jugendweihe. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Leben, für die Zukunft, für den Job, für alles, ne? Bye, bye. Das reicht. Fertig. Wunderschön. Peinlich. Cringe. Weiter geht's. Süß. Stop. Stop. Wenn du mich angelogen hast, Rabbit Monkey, dann war das jetzt extra peinlich. Nein. Ist ein bisschen Pipi in den Augen. Wieso ist das Ei schon fertig? Wie schnell sind die am Schnackseln? Das tust du auch noch mit rein, okay? Wie ich dann über Schnackseln in einem Pokémon-Spiel rede. Das macht dann 150 Gift-Subs. Ja, vielleicht sollte ich einen Cameo-Account machen. Berühmter Origin-Dex. Teilweise Komplettierer. Leos Mind sendet 14-Jährigen gerne eine Nachricht. Der wird sich bestimmt total freuen. Oder er sagt so, wer ist das? In Wirklichkeit ist nur Rapid Monkey Fan und Lenny dann so, wer ist der Motherfucker? Rapid Monkey ist Lenny. Hallo, The Lord. Du heißt Pascal. Hey Pascal, alles Gute zu deiner Opa-Weihe. Gibt's sowas auch? Quasi eine Weihe, dass du aus dem Leben rausgeführt wirst. Oh Gott. Anderes Thema. The Lord, du bist ein Snobilikat. Und das hier ist hoffentlich ein Männchen und hat hoffentlich die versteckte Fähigkeit. Aber wir brauchen zwei davon. Oder ich fange nächsten Freitag nochmal eins. Es ist ein Männchen. Und ich weiß nicht, was die versteckte Fähigkeit ist. Es hat die versteckte Fähigkeit Synchro. Synchro hört sich, ist Synchro nicht die krasse? Somnium Telepathie. Verdammt. Wir brauchen die Telepathie. Ich habe gar nicht überprüft, ob das große Telepathie kann. Soll ich nochmal gucken gehen, ob das... Ich muss eh rein. Hallo Half Moon. Hallo Faulgott. Lea, du bist ein Sejong. Sejong, Sejong. Hey Virox, die komplette Wohnung muss renoviert werden, der komplette Boden ist unterspült worden. Ich hoffe, dass ich die Wohnung über mir bekomme, die jetzt fertiggestellt wird, ansonsten Obdachlosigkeit, ich komme. Das können die nicht machen, Obdachlosigkeit. Es ist sehr schwer in Deutschland obdachlos zu sein, du kriegst das hin. Kriegst das hin, der muss dir was stellen. Wenn der Vermieter dir keine andere Wohnung geben kann, muss der das machen trotzdem. Wo komme ich hin? Böses Somnium. Muss er nicht? Ich sag das muss er. Du kannst sagen, der Leo hat gesagt, du musst.
kriegst es hin. Weniger Leo schauen. Kurz überprüfen. Es muss die versteckte Fähigkeit haben. Telepathie. Okay, gut. Genau, ich kann es bei mir wohnen. Ich habe Wow. Habt ihr die neueste Hot Ones Folge gesehen? Es ist die lustigste ever. Happens, hast du sie gesehen? Conan O'Brien bei Hot Ones. Ich habe bei Hot Ones. Es gibt ein paar richtig lustige Folgen, aber ich habe noch nie so viel gelacht bei einer Hot Ones Folge. Oh mein Gott, dieser Typ. Ich liebe Conan. Und diese Folge ist aber Conan auf allen Drogen. Ist es nicht? Es war so lustig. Schickt doch meinem Vermieter auch einen Gruß. Okay, Leute, wenn ihr Vermieter Probleme habt, sagt Leos Mind, twitch.tv/LeosMind. Ich regel das. Die sollen hier live vorbeischauen und dann sage ich denen, was das Gesetz ist. Fallout sollte man auch schauen, ja, aber ich habe zurzeit kein Amazon. Es wäre mir da tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du dich schon, wahrscheinlich hast du dich erkundet, Verox, aber ich wäre mir da nicht so sicher, dass der dich dafür nicht entschädigen muss oder halt sich um dich kümmern muss, weil ich kenne Situationen, wo, von denen ich weiß, und das ist viel harmloser als das, was du jetzt hast, wo der Vermieter sich drum kümmern musste. Und es ist... Hast du schon? Hast du wirklich auch, du kannst, es gibt die, wie heißt die, Mietervereinigung? Wie heißen die? Mietervereinigung? Die kann man anschreiben und dann sagen die einem ganz explizit, was da die Gesetzeslage ist. Da habe ich schon ein paar Mal geschluckt, so krass. Mieterschutzbund, genau. Er muss aber keine Ersatzwohnung anbieten. Kann sein. Du, wenn du dich bereits erkundigt hast, klar, aber Mieterschutzbund anschreiben und wirklich irgendeinen expliziten fragen, jo, was sind meine Rechte, weil es kann nicht sein, dass ich mir jetzt eine Wohnung suchen muss, was schier unmöglich ist. Und der einfach damit davonkommt und jetzt einfach seine Wohnung renovieren kann, während ich keine habe. Okay, gut, Verox. Okay. Dann bleibt nur noch das Daumen drücken. Hallo Miguel, was machst du? Ich brüte mir ein Somnium mit versteckter Fähigkeit, denn ich brauche alle Pokémon mit versteckter Fähigkeit. Hallo Joker-san. Mein Arbeitskollege ist vor kurzem erst von jetzt auf gleich rausgeflogen. Wie? Wisst ihr, wie schwer Vermieter haben, also hier in dem Land ist was anderes, aber in Deutschland haben Vermieter um einiges weniger Rechte als Mieter. Wie? Also wenn der jetzt monatelang nicht gezahlt hat, dann okay, dann kannst du sofort rausgeschmissen werden. Aber wenn du zahlst, die Wohnung war von der Diakonie, ich weiß nicht, wie die da die Rechte sind. Was ist denn die Diakonie? Ich habe keine Ahnung. Eigenbedarf oder Schaden anrichten? Selbst Eigenbedarf musst du einen triftigen Grund haben. Du kannst nicht einfach sagen, ich will da jetzt leben. Und selbst wenn hast du 3 Monate Zeit, beziehungsweise je nachdem, wie lange du schon darin gelebt hast, sogar ein Jahr oder ein halbes Jahr Zeit, 2 Wochen? Aber einfach rausschmeißen heißt ja für mich am nächsten Tag. So, raus jetzt. Das klingt nur so von wegen, du hast die letzten drei Quartale nicht gezahlt. 2 Wochen? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade Ei gekriegt. Okay. Auf Eigenbedarf darf man immer kündigen, aber man muss selber einziehen oder ein Familienmitglied. Ja, okay. Das ist aber auch eine Chatnachricht, die ich gerade vorgelesen habe. Und soweit ich das weiß, ist das nicht... Also es kann sein, aber trotzdem braucht der Eigenbedarf anmeldet, einen triftigen Grund.
Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt da drin leben, sondern du musst sowas sagen wie, ich finde keine andere Wohnung. Oder ich gebe dir genug Zeit. Oder in unserem Vertrag steht es genauso drin. Zum Beispiel kenne ich auch Verträge, wo extra drin steht, dass du Eigenbedarf nicht anmelden kannst und so weiter. Die meisten Mieter sollten es zum Beispiel vom Vertrag verlangen, dass du extra reinschreibst, die ersten 5 Jahre kein Eigenbedarf oder sowas. Wohnung zu finden ist halt schwer. Ja. Wir stehen da jetzt auch davor. Wir lassen uns noch Zeit, weil wir haben ja 180 Tage Frist. Aber irgendwann wird es bei uns auch richtig stressig. Und hier haben die Mieter gar keine Rechte. Wobei doch, ich meine, wir haben 180 Tage Zeit, das ist ja schon mal ein Recht. Aber dass er uns reicht, zum Beispiel, das würde in Deutschland gar nicht gehen. Der schmeißt uns grundlos raus. Also, der Grund hier ist, dass er die Wohnung verkauft. Das wäre in Deutschland nie ein Grund. Du kannst nicht einfach jemanden rausschmeißen, nur weil du die Wohnung verkaufst. Du müsstest die Wohnung verkaufen und der neue Verkäufer kann dann sagen, hey, Eigenbedarf. Und dann ist die Frage, ne? Dann kannst du vielleicht darum kämpfen und so. Aber du kannst nicht einfach als Vermieter sagen, du musst jetzt raus ohne Grund. Und Verkauf ist, soweit ich weiß, in Deutschland kein Grund. Weil was kümmert mich das, ob du die Wohnung verkaufst? Dann bleibe ich halt trotzdem drin. Es gibt halt dann neuen Vermieter, der vielleicht eine höhere Miete macht und das ist dann ein Problem mit mir und dem neuen Vermieter, aber der jetzige Vermieter kann mich nicht rausschmeißen, nur weil er die Wohnung verkauft. So ein Humbug, aber hier ist es so. Hier ist es Standard, dass wenn die Wohnung verkauft wird, dann wird der jetzige Mieter einfach rausgeschmissen. In Deutschland wird die Wohnung mit Mietern drin verkauft, genau. Hier nicht. Hier gibt es ein offizielles Schreiben, was der uns auch in die Hand gedrückt hat. Das nennt sich, ich will es jetzt nicht, da liegt's. Das nennt sich Landlord intends to sell. Statutory Declaration. Eine Statutory Declaration, 4 Seiten voll beschrieben. Wo erklärt ist, dass der Vermieter dich rausschmeißen kann, weil er die Wohnung verkauft. Ich glaube, das würde in Deutschland nicht so einfach gehen. Genau, der verkauft uns eben nicht. Der schmeißt uns vorher raus, um dann die Wohnung zu verkaufen ohne uns. In Deutschland würdest du die Wohnung mit Mietern verkaufen. Was die meisten Vermieter halt auch wollen. Beide weiblich. Aber in diesem Land wollen die meisten Vermieter auch in ihren Wohnungen leben. Also hier ist Mieten nicht so groß wie in Deutschland zum Beispiel oder wie in Europa. Wobei, ich bin in Europa. Hier ist Mieten nicht so groß. Die Leute wollen hier alle besitzen. Deswegen gibt es sehr wenig Leute, die vermieten. Deswegen verkauft sich wahrscheinlich ein Haus oder eine Wohnung besser, wenn du sagst, sie ist leer. Ich lebe in Irland. Ich wohne nicht in Deutschland. Wir wissen das seit einer Woche. Wir haben 180 Tage. Und das Problem ist halt, wie sollen wir uns jetzt darum kümmern? Keine Wohnung wird, also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, hey, wir hätten gerne die Wohnung und sagen die, okay, ausnahmsweise, ihr kriegt die nach einem riesig langen Prozess und sowas, sagen die, ja, okay, ihr kriegt die Wohnung. Wann zieht ihr ein? Ja, in 180 Tagen. In einem halben Jahr ziehen wir ein und sagen die, hä, nein, ich will, dass ihr jetzt einzieht. Also hier werden, unsere Wohnung haben wir auch gekriegt, du kriegst sie und ziehst ein. Also da ist nichts von wegen in 3 Monaten oder sowas. Weil die Wohnungen alle halt leer stehen. Also die werden halt leer vermietet. Also und möbliert vor allem und so ein Kack. Da ist nicht sowas wie, ja, in 3 Monaten ist Mieterwechsel. Da ist eher sowas wie, hey, die Wohnung ist leer, ich will Geld verdienen, zieh ein. Und es gibt ja genug Leute, die sofort einziehen wollen. Also wie sollen wir rumgehen und sagen, ja, wir brauchen eine Wohnung in einem halben Jahr. Und der Mieter, der Vermieter hier hat ja auch Rechte. Wir können auch nicht
Wir können in 120 Tagen raus. Also wir könnten genau genommen jetzt dem Vermieter kündigen. Mit 120 Tagen. Aber warum, ne? Deswegen eigentlich können wir nur warten und dann wahrscheinlich 3 Monate vorher frühestens sagen, okay, jetzt suchen wir. Möbliert, ja. Weil die Leute hier halt nur mieten, weil sie hier arbeiten. In der Tech-Industrie, Leute kommen rein ins Land, wollen hier ein Jahr lang, 2 Jahre lang, kommen ohne Möbel, kommen ohne alles und dann brauchen die einfach eine Wohnung zum Leben, um hier zu arbeiten. Und die sind alle möbliert, das ist schrecklich. Unsere ist auch möbliert, aber wir haben extra eine Storage Unit, weil hier gibt es keine Keller, wir haben extra eine Storage Unit gekauft für 150 Euro im Monat oder so und da stehen die ganzen Möbel drin, die eigentlich hier drin wären. Ich hasse möbliert. Ich finde es schrecklich, Möbel von anderen zu benutzen. Männchen, Männchen, Männchen. Telepathie bitte. Jawohl. Ich brauche immer noch eins. Verdammt. Okay, ich brauche immer noch eins. Eins haben wir. Küche. Ja, Küche zähle ich nicht zu möbliert. Küche ist selbstverständlich, dass eine drin ist. Ich verstehe nicht, wie Wohnungen vermietet werden können ohne Küche. Hau da eine schöne Küche rein, vermiet die mit. Wird übernommen und so. Aber einfach da so ein Wasseranschluss. Wie teuer sind Mieten in Irland? Wir haben sehr Glück. Ich habe das hier schon sehr oft gesagt. Es klingt so, als ob ich Mitleid will oder sowas. Aber nur, dass Leute denken immer, das ist hier ein Tax Haven, ein Rent, wie sagt man? Steuernhimmel oder sowas. Ist es nicht. Wir zahlen und wir haben, deswegen wollen wir hier nicht weg, weil wir haben eine sehr schöne Lage und sehr wenig Miete. Wir zahlen für 55 Quadratmeter 1800 Euro. Also mit Strom, mit warmem Wasser und dann die Storage Unit und sowas sind es weit über 2000 Euro für 55 Quadratmeter. Und das ist wie gesagt sehr günstig, deswegen wollen wir hier nicht weg. Fürs Gleiche. Mit weniger Glück würden wir 3.000 zahlen. Und wir wollen nicht 3.000 zahlen. Deswegen müssen wir wahrscheinlich weiter raus oder 3.000 zahlen oder 3.500 oder so. Das ist günstig, ja. Das ist günstig. Ich zahle 770 für 75. Du, ich habe in München für 500 gezahlt. 100 Quadratmeter, 500 Euro. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar teuer das hier ist. Jetzt könnt ihr auch nicht mehr sagen, ihr kauft die Wohnung. Das habe ich dem sogar davor, also ich habe den davor gefragt, mehrmals schon, hey, sag bitte Bescheid, wenn du verkaufen willst. Hat er gesagt, nö, ich will nicht. Und jetzt sagt er es auf einmal, der hat schon einen Käufer. Da habe ich sofort geschrieben, yo, du hast gesagt, ihr habt schon einen Käufer, aber wir hätten sie vielleicht genommen und sowas. Aber er will uns auch nicht sagen, für wie viel er sie anbietet und sowas. Wir schätzen, dass er die jemandem verkauft, den er kennt. Vielleicht einem Familienmitglied oder sowas. Aber er hat gesagt, sowas kann sich immer ändern und dann sage ich euch Bescheid. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob du in diesem Land hier eine Wohnung kaufen willst. Rassismus maybe? Nee. Im Gegenteil. Als Deutscher kriegst du hier einfacher Mieten als andere, weil die Deutschen sehr ordentlich und sehr korrekt sind. Und er hat schon öfter gesagt, er liebt uns als Mieter, weil wir keine Probleme machen. Ihr wollt auch hier bleiben? Ja. Was hatte ich nach Irland gezogen? Meine Partnerin hat ihren Job gekriegt. Das ist viel Geld für 51 Quadratmeter. Ja. Yep. Und das ist wenig. So, wir haben schon ein Somnium. Das ist das hier. Deine Partnerin macht Informatik.
Nö. Geht dich gar nichts an. Nee, was Mieter wollen, ist Pärchen und anscheinend Deutsch. Weil Pärchen heißt Ordnung. In den meisten Fällen. Nur Mann heißt, Wohnung wird versaut mit der Zeit. Als stereotypisch. Und wenn wir alle ein bisschen drüber nachdenken, dann stimmt das schon auch. So im groben Durchschnitt, ne? Deswegen Pärchen ist immer gut und Deutsch ist auch super. Das heißt, wir haben wahrscheinlich bessere Chancen als andere, eine neue Wohnung zu kriegen. Aber das Problem ist einfach, es gibt keine und wenn, dann halt keine. Also es gibt nur welche, die dann halt wirklich so sackenteuer sind, wo du dann wirklich sagst, das kannst du nicht. Ich kann nicht 3000 Euro Miete zahlen. Das kann nicht angehen. Und nur Frau? Nur Frau ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Weiß ich nicht. Genau, Pärchen, die beide verdienen, ist nochmal besser, genau. Pärchen, die beide verdienen, sicheres Einkommen, Deutsch, weil die sind ordentlich und die sind korrekt. Nehmen alles sehr ernst, machen alles sauber und sowas. Frau ist dann top sauber, genau, das ist der heilige Gral. Ich habe 920 warm für 71 Quadratmeter. Ihr habt alle Glück, das ist schön. Oder Pech, ich weiß nicht, es kommt immer drauf an. Es kommt halt immer drauf an, wo, wie viel verdient man und so weiter. Madeira ist voller deutscher Streamer, da will man nicht mehr hin. Ich will allein nicht nach Madeira, also ich will nicht nach Madeira, aber ich würde allein nicht nach Madeira wollen, weil ich nicht ein Klischee sein will. Suchst du eine Wohnung? Noch nicht direkt, aber wir wurden aus unserer Wohnung gekündigt, ja. Wir müssen im halben Jahr hier raus sein. Alter, wenn ich nur 430 Euro Miete zahlen müsste, oder 530, sagst du, 530 für 40 Quadratmeter. Oh, stell mal vor, wir beide müssten nur so viel zahlen. Das heißt, 530 durch 2. Oh mein Gott, dann würde ich ja tatsächlich Gewinn machen mit meinem Beruf hier. Ist das ein Shiny? Nein, ich will nur die versteckte Fähigkeit. Es kommen nur Weibchen. Halbes Jahr geht. Ja, ich hab gerade schon gemeint, das halbe Jahr bringt uns halt nichts, weil wir können sowieso erst kurz davor suchen, weil Wohnungen hier sofort vermietet werden. Du kannst nicht sagen, ich will die Wohnung in 3 Monaten haben, du musst dann rein. Wenn eine Wohnung vermietet wird, dann, also du brauchst quasi noch mehr Glück, eine zu finden, die erst in 3 Monaten beziehbar ist dann. Also, natürlich wird alles irgendwie angeboten, aber du brauchst halt immer dann noch mehr Glück, genau das zu finden. Am besten ist es halt, du willst viel Geld ausgeben, du willst weit draußen sein, du willst nicht angebunden sein und du willst wenige Quadratmeter haben und du willst möbliert haben. Wenn du das alles willst und sofort einziehen kannst, dann kriegst du wahrscheinlich relativ gut eine. Aber wenn du halt was Schönes willst, was gut angebunden ist und du hast vielleicht 3 Monate, du musst vielleicht 3 Monate warten und sowas, dann wird es schwieriger. Es wird ja immer schwieriger. Ja, als wir hier das Bad renoviert bekommen haben, die Woche Horror da, da haben wir halt schon uns gedacht, okay, der will verkaufen, weil, ne, warum so willst du renovieren? Aber da hat er noch gesagt, nee, will ich, habe ich noch nicht vor. Wir sind gut mit unserem Vermieter, der ist auch kein Böser und sowas, es ist halt, so ist halt das Gesetz hier. Wenn wir Vermieter wären, würde man sich auch einfach ans Gesetz halten. Und er ist korrekt, er ist nett, er hat uns sofort Bescheid gesagt und so. Kam sogar persönlich vorbei. Um 9 Uhr in der Früh. Nee, es war 11. Ich hab nur immer noch geschlafen. Wenn Rosa was auf der Arbeit erzählt, ergibt sich immer was. Weiß nicht, ob das hier so läuft. Wir werden uns auf jeden Fall einen Makler holen, weil du sonst keine Chance hast, die Kontakte zu haben.
Voodoo-Saas. Fluffeluff. Bist du... Die sind alles Fräuleins. Aber es ist doch 50-50 bei dem, oder? Ich will ein Dach über dem Kopf, was nicht am Arsch der Welt liegt, ohne Öffis. Das hat ewig gedauert. Hier findest du nichts für in 3 Monaten, aber ich will die jetzige Wohnung nicht kündigen. Das ist doof, ne? Man kann nicht warten, aber man will auch nicht alles knapp machen. Da sind unsere Subs ja echt Peanuts. Nur alles gut, ich komme zurecht. Wie sind in Irland Steuerklassen? 20% und 40%. Ein Männchen, Telepathie, please. Oh, nein. Ey, die Chance ist eigentlich nur 25%. Also, was heißt nur 25%? 25% ist die Chance, dass es männlich ist und synchro. Bist du stinkreich? Selbstverständlich. Hast du Twitch hauptberuflich? Ja. Was soll ich sagen? Steuerklasse 20-40%. Ich weiß nur immer nicht auswendig, ab wann die 40% sind. Ich dachte... Warte. Nee. Ich glaube, was waren es? Ich glaube 21.000? 24.000? Ich glaube, es ist so ein Betrag, der sich wahrscheinlich auch dauernd ändert. Ich glaube, bis 24.000 sind es 20%. Und sobald du drüber bist, sind es 40%. Es gibt nur die zwei Sachen. Zumindest als Privatmensch, oder als ich, als privater Mensch halt so, als Mensch, als Einzel, als Eigen, wie sagt man, Selbstständiger, als Individuum. Aber was halt hier anders ist, wie ihr jetzt vielleicht denken könntet, 24.000, 20% und alles drüber 40%, aber das heißt wirklich alles drüber 40%. Das heißt, du zahlst immer 20% auf 24. Aber wenn du 24.000 und 1 Euro verdienst, ist 1 Euro dann 40%. Also du bist nicht auf einmal in einer anderen Steuerklasse, sondern alles, was da drüber ist, wird dann mit 40 berechnet. Und ich glaube es, ne? Ich bin kein Steuerberater. Ich kann mich auch komplett, ich habe einen Steuerberater hier. Ich muss mich damit nicht so krass auseinandersetzen. Ich muss nur die ganzen Zahlen und Nachweise liefern. Aber so habe ich das verstanden, glaube ich. Ich wohne in Irland, ja. War neue Fusion schon? Nein. Hier. 2 Eier direkt hintereinander. Ich drücke die Daumen, in 2 Jahren 2-mal umgezogen. Ich bin in meinem Leben erst 2-mal umgezogen. Da, wo ich aufgewachsen bin, bis ich 21 war. Das zählt aber nicht als Umziehen, weil da bin ich, ne, aufgewachsen. Dann bin ich mit 21 ausgezogen, habe Rosa kennengelernt, sie ist zu mir gezogen und dann sind wir nach Irland gezogen. Das heißt, ich bin nur 2-mal in meinem Leben umgezogen und das 2. Mal war direkt das Land verlassen. Das ist ein Ampharos, oder? So könnte Dragoran aussehen. Aber muss nicht. Dragoran muss auch nicht unbedingt so aussehen. Ist die Krankenversicherung in Irland auch Pflicht? Ist ja in Deutschland recht teuer. Du kannst auch in Deutschland einfach keine Krankenversicherung haben. Wenn du keinen Job hast. Ich weiß, nee. Hier gibt es auch eine richtig basic Krankenversicherung. Aber die willst du nicht haben. Das ist quasi die du hast, wenn du nichts hast. Also wenn du arbeitslos bist, wenn du selbstständig bist, aber keine Krankenversicherung dir holst. Ich konnte zum Glück bei meiner Partnerin versichert sein. Also nein, hier gibt's nicht so ein System. Also hier gibt es schon so ein System, aber das ist um einiges
spärlicher als in Deutschland. Und auch ich, der sehr gut versichert ist, krankenversicherungsmäßig, ich muss trotzdem bei jedem Hausarztbesuch muss ich 50% zahlen. Und ein Hausarztbesuch kostet standardmäßig 60 Euro. Das heißt, allein wenn ich zum Hausarzt will, und ich war schon oft beim Hausarzt, du musst immer zuerst zum Hausarzt und der Hausarzt kann ich dann weiterleiten. Selbst wenn es nur zum HNO-Arzt ist oder sowas. Du kannst keinen Termin beim HNO-Arzt machen, bevor nicht ein Hausarzt dich weitergeleitet hat. Du brauchst immer eine Transferal. Referral. Was sehr, sehr nervig ist. Und ich habe einmal ein halbes Jahr gewartet auf meinen Termin. Halbes Jahr. Hausarzt hat gesagt, ja, gehen Sie zum HNO-Arzt wegen Ihren Nebenhöhlen. Sag ich, super. Dann übernehmen, also das wird dann auch alles gemacht, so die Überleitung, Überweisung, alles. Eine Woche später wurde ich von denen angerufen, Termin, halbes Jahr. Weil es so ficken wenige Ärzte hier gibt. Weil die alle so schlecht bezahlt werden hier. Oh, es ist nicht mal 25%, weil es hat mehrere Fähigkeiten. Aber hier ist Telepathie, wir haben's. Okay. Jetzt können wir Traumradar machen. Für Spezialärzte wartest du ja auch ein halbes Jahr. Das würde ich ja verstehen, wenn ich zu so einem Gehirnarzt will oder sowas. Aber das ist ein HNO-Arzt gewesen. Ein stinknormaler HNO-Arzt. Und dann, ja. Das war's nicht. Das ist es. Oder? Telepathie. Telepathie. Jawohl. Versteckte Fähigkeit. Versteckte Fähigkeit. Wir haben zwei mehr. Pfiffig und mutig. Beide auf Level 1. Beautiful. Und ihr ganzen... Kann ich die nicht alle markieren? Nee, ne? Ich muss die alle... Das hatten wir doch das Thema. Ich muss die alle händisch... Ich lasse die, glaube ich, frei. Braucht die eh nicht. Bam. Bam. Und das Nervige ist halt, du musst halt echt 60 Euro zahlen. Das ist die Standardrate, also jeder Arzt hat so ein, wie so ein Menü, wo du genau siehst, was kostet und das sind halt standardisierte Preise, glaube ich. Und Hausarztbesuch kostet 60 Euro, also die reine Beratung. Natürlich, wenn du zum Beispiel dann Blut abnehmen willst, sind es nochmal 15 Euro mehr oder sowas. Aber ich bin schon mal zum Arzt gegangen und der hat einfach nur gesagt, ja, da muss ich sie jetzt weiterleiten, weil das weiß ich halt nicht. Und ich dachte mir schon, ja klar musst du mich weiterleiten, weil ich weiß, dass ich zum HNO-Arzt muss, weil es ein HNO-Problem ist. Aber ich muss zuerst zu dir, der mir 60 Euro abknöpft, dafür, dass du mir sagst, ja, nee, dann machen wir mal einen Termin beim HNO-Arzt, da empfehle ich Ihnen den und den. Hier, Überweisung, es passiert, du kriegst auch keine Überweisung, es passiert alles automatisch. Du kriegst dann einen Anruf, eine SMS. Das ist alles sehr digital, was ganz cool ist, aber... Du denkst dir halt, ja, ich weiß, dass ich zum HNO-Arzt will. Ich will nicht 60 Euro ausgeben, dass du mir sagst, dass ich zum HNO-Arzt muss. Beziehungsweise 50% kriegst du zurück. Wobei ich auch nur glaube, 6 Stück. Es waren 6 Rezepte im Jahr, die du kriegst. Ich glaube, von dem Rezept musst du auch 50 Euro zahlen. Ach, keine Ahnung. Und wie viel weißt du bisher von Traumradar? Nischt. Ich weiß, dass ich nicht alles auf einmal machen kann, weil es irgendwie bezogen ist auf Wolken. Und ich habe 5 Wolken am Tag. Und man kann die mit Geld auffüllen oder mit Gold halt. So, lasst einmal noch kurz hier... abhaken. Aber ist schnell gemacht. Wo ist es? Da. Ne, hier. Klick, klick. Tada. Jetzt sollten wir bei 300. Was? Nein, ich bin doch bei 900. 904, ich habe mich verschrieben. 904 haben wir schon. Es hört sich echt schon sau viel an dafür, dass wir erst in Gen 5 sind. Wobei, es ist ja über die Hälfte.
Wir sind in Gen 9. Wobei, Gen 9 habe ich ja schon. Ja, doch. Macht Sinn. Alright. Und dann haben wir die neue Szene. Oh mein Gott, Hilfe. Und die ist... Traumradar, wo ist es? Hier. In welchem Land lebst du? Irland. Varin kenne ich gar nicht. Was sind Varin? Ich habe in Deutschland habe ich überall einfach Termine gemacht. Nervenarzt, HNO-Arzt, alles. In Deutschland kannst du zu jedem Arzt gehen. Vielleicht keine krassen Spezialisten, die nur im Krankenhaus arbeiten oder sowas, aber du kannst einfach die... Du kannst doch einfach bei einem Arzt anrufen und sagen, yo, nimm mich. Warum nach Irland? Meine Partnerin hat hier einen Job gekriegt. Das Traumradar emuliert? Nee, ich habe das damals gekauft, bevor ich wusste, dass Traumradar nicht mehr verfügbar sein wird, weil der E-Shop schließt. Und dann habe ich es mir gekauft. Es kostet 6 Euro. Ich habe auch damals ein Video gemacht, wo ich alle Pokémon-Software aufgezählt habe, die man sich kaufen sollte, bevor der E-Shop schließt. Habt ihr das alle brav gemacht? Dann hättet ihr jetzt Traumradar. Dreamworld ist komplett zu, ja. Das war ein kompletter Online-Service, der existiert schon seit 2014, glaube ich, nicht mehr. Just Snox. Nicht am Tag, die laden sich wieder auf. Nach ca. 5 Minuten hast du dann wieder eine neue Wolke. Ah, okay. Ich bin heute zum Sport gegangen mit dem DS. Und wir haben... Ich habe 10 Münzen dazu gekriegt. 2706 Schritte. Werden die pro Tag angezeigt, die Schritte? Oder wann werden die angezeigt, werden die resettet, wenn ich den DS ausmache? Also ich habe 10 Münzen dazu gewonnen, was irgendwie sehr wenig klingt. Aber ihr habt gesagt, eine Münze pro 100 Meter. Dann bin ich ja nur einen Kilometer gegangen. Es ist aber mehr. Wobei. Ja klar, in Deutschland kann es auch sein, dass du einfach keinen Termin kriegst, klar. Aber hier steht direkt auf der Website, wir nehmen keine an, außer es ist, also es ist hier einfach so eine Regel. Egal. Pokémon Traumradar. Hier kann man dann die Pokémon senden auf ein Schwarz-Weiß 2, wenn ich denn eins hätte im Moment. Aber ich bekomme eins zugeschickt von einem tollen Zuschauer. Mein Akku ist voll, Bruder. Okay. Und jetzt? Willst du das Bild nicht mehr sehen? Bam. Willkommen, du bist sicher das neue Mitglied meines Forschungsteams. Ich bin Professor Burnett, eine Spezialistin auf dem Gebiet der Traumforschung. Aber was halt interessant ist, ist, dass Professor Burnett in Gen 7 ja wieder vorkommt. Das heißt, sie gab es schon 2 Gens davor. Und wurde dann benutzt in Gen 7 wieder. Momentan untersuche ich ein ganz besonderes Phänomen. Genauer gesagt bin ich diesen rätselhaften Pokémon auf der Spur. Ist das etwa Boreos? Ist das etwa Voltolos? Ist das etwa Superman? Sag, kann ich auf deine Hilfe zählen? Auf dem Gerät, das du gerade in der Hand hältst, findest du eine Schaltfläche mit der Beschriftung Forschen. Wenn du mir helfen willst, berühre sie bitte. Kann ich auch A drücken? Ja. Yep. Eine ausgewogene Forschungslinse. Die Standardlinse. Soweit, so gut. Alles ist bereit, dann legen wir gleich mal los.
Bei Orientierungsproblemen kann es helfen, wenn du dein Nintendo 3DS-System kurz auf eine ebene Fläche legst. Geschehen. Passiert. Halte das System aufrecht vor dir und behalte beim Spielen immer dein Umfeld im Auge. Wow. Ah. Don't tell me what to do, Pokémon Lady. Was sagst du dazu? Hier, uiuiui, nice. Okay, so machen wir das. Na, was sagst du dazu? Ich habe dich einfach sofort an das System angeschlossen. Was du da gerade vor dir siehst, nennt sich die Traumkluft. Die Traumkluft liegt zwischen der Welt der Träume und der Realität. Ich würde vorschlagen, du schaust dich dort erstmal etwas um. Bewege deine Nintendo 3DS für dich, um dich umzusehen. Okay, ich muss erstmal meinen Raum anschauen, ob hier irgendwelche Pornos liegen. Ja, Nacktbild von Happens. Das kommt auf jeden Fall weg. Stecken wir hier. Also, davon weiß er von diesem Bild. Das hat er mir geschickt schließlich. Ist die da angezogen? Ja. Okay. Siehst du diese wolkenartigen Gebilde in der Luft? Ich kann das Kabel auch noch länger machen. Ja, sehe ich. Das sind die Traumwolken. Sie bilden sich in gewissen zeitlichen Abständen immer wieder aufs Neue und erzeugen Energie. Deine Aufgabe ist es, diese Energie aufzufangen und zu speichern. Dafür musst du die Traumtropfen sammeln. Wie das geht, fragst du? Nichts einfacher als das. Richte das Fadenkreuz in der Mitte des oberen Bildschirms auf eine Traumwolke und drücke A. Du bist ein Naturtalent. Die Bedienung des Strahls erfordert großes Geschick, aber du hast mühelos ins Schwarze getroffen. Feuere den Strahl jetzt bitte genauso wie eben auf die restlichen Traumwolken ab. Die Zahl neben dem Wolkensymbol auf dem Touchscreen verrät dir, wie viele Wolken noch übrig sind. Wo? Ach, da ist eine Zahl. 4. Aber irgendwas... Bevor ich es vergesse, was von der Wolke übrig geblieben ist, sind die Traumtropfen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Sammel sie auf, indem du wie gehabt mit A den Strahl auf sie abfeuerst. Aber ich glaube, es ist wichtig, welche Farbe die haben. Weg. Wie die verschwinden. Bye, Router Jay. Hallo, Mariko. Ich check nicht ganz, weil ich glaube, es ist wichtig, in welcher Farbe ich die erwische. Also zum Beispiel grün. 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 Ha, das geht so schnell. Okay, ich sammle sie einfach. Ich achte gar nicht darauf, welche Farbe sie haben, oder? Ich kann, glaube ich, gedrückt halten, ne? Ah, ne. Ah! Einfach drauf. Ich weiß, dass die Farben eine Rolle spielen. Das habe ich in einem Video gesehen. Sag nicht einfach drauf. Also ja, besser jetzt einfach drauf. Aber ich weiß, dass die Farben eine Rolle spielen. Ah, gedrückt halten. Ja, aber dann passiert das. Oh ja. Hier, ich töte euch. Bam, 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 Death Ray. Jetzt kommt von oben so ein Todesstrahl aus dem All raus. Ich scanne euch gerade alle. Ihr werdet alle gehirnfried gerade. Oh mein Gott. Das sind Röntgenstrahlen, passt auf. Nicht schießen, ich bin süß. Ah, 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 ah. Okay, jetzt fertig? Das waren 4. Eine Wolke ist noch da. Ah, oben? Wo? I don't like this game. Hey, der sagt nach da, aber hier ist nix. Willst du mich... Wie nach da? Da ist nix. Hier ist keine Wolke, du dummes Spiel. Ah, da. Sei bloß. Ja, dieses Licht stammt eindeutig von einem Pokémon. Um das arme Ding zu retten, musst du es fangen. Fahre mit A einen Strahl auf es ab. Ich glaube, A ist die einzige Taste, die funktioniert. Ja, danke. Ich will gern... Was? Ei. Das ist so schwer. Hä, das ist voll...
Es ist nicht geschenkt. Aber es ist auch irgendwie nicht schwer. Wird euch schlecht schon? Doch, die war da, aber sie hat nicht geleuchtet. Hey, ein Somnium mit versteckter Fähigkeit, by the way. Aber im Traumball. Man soll auch auf den 3DS schauen und nicht auf den Monitor. Glaubst du, es macht so einen großen Unterschied? Das ist ziemlich 1:1. Ja, wie ist nur, dass der Bildschirm eben so wackelig ist beim DS. Okay. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du Pokémon, die du in der Traumkluft fängst, wieder zurück in ihre eigene Welt schicken würdest. Gib sie aber nur in vertrauenswürdige Trainerhände ab. Beende deine Sitzung und über die Schaltfläche Forschungsdaten senden Pokémon. Ja. Oh mein Gott, es ist Boreos! Dieses Pokémon eben war doch faszinierend. Du hast richtiges Glück, gleich in deiner ersten Sitzung so einen großen Fund zu machen. Das war eines jener rätselhaften Pokémon, nach denen ich suche. Die Forschungsarbeit ist beendet. Du kehrst in das Labor zurück. Gute Arbeit. Mit dir als neuem Teammitglied habe ich einen echten Glücksgriff getan. Ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf deine Unterstützung zählen. Zuerst möchte ich dich darum bitten, Traumtropfen zu sammeln. Die brauche ich nämlich, um meine Forschung voranzutreiben. In der Regel dauert es 5 Minuten, bis sich eine Traumwolke regeneriert. Während du forschst, bilden sich aber leider keine neuen Wolken. Deshalb ist es sinnvoll, immer erst eine Weile zu warten, bevor du wieder in die Traumkluft abtauchst. Also dann auch weiterhin gute Zusammenarbeit. Was ist Werkstatt? Ich würde deine Ausrüstung gerne aufrüsten. Aber Fortschritt hat natürlich immer auch seinen Preis. Okay, dafür brauche ich Traumtropfen. 100? Okay. Und an Spielmünzen ist halt echt, dass ich... Für 5 Spielmünzen kannst du die Anzahl der Traumwolken maximieren. Du hast 110 Spielmünzen. Willst du Tausch wagen? Ja! Die Anzahl der Traumwolken wurde maximiert. Du kannst heute noch 2-mal Spielmünzen einsetzen. War das dumm? Vielleicht war das gerade dumm. Vielleicht hätte ich das erst machen sollen, wenn dann 0 steht. Egal, jetzt können wir 10 weitere Wolken machen. Sind es echt? Aber solche 10, oder? Mal schauen. Du solltest nicht die ganze Zeit A drücken, erst wenn das Fadenkreuz auf dem Ziel ist, sonst kann es zwischen den Schüssen ausweichen. Ah, okay. War doch gerade eine. Menno! War das da schon das Pokémon drin? Ist jetzt das Level vorbei, wenn ich... Oh, nee. Ist jetzt das Level vorbei? Muss ich das immer als letztes machen? Ich glaube, ich kann hier noch bleiben. Schon wieder eins. Kann man Shinies finden? Nee, ich glaube nicht. Man hat immer 1 von 10. Ah, okay. Das heißt, ich habe... Richtig aufgeladen. Wie, man hat immer 1 von 10? Ist das nicht Quatsch dann aber? Warum? Das heißt, 1 von 10 heißt... Wir sind schneller weg als ich. Ich kann nicht so schnell. 34. Okay. Oh. Das ist aber auch echt... Vielleicht sollte ich es echt so machen. Ich sehe nix. Warum sind die denn unten? Die sind so halb. Bin ich blind? Warum sehe ich die denn dauernd nicht? Hä? Wo ist denn hier eine Wolke?
War hier gerade eine? Ich check's nicht. Wo ist denn hier eine Wolke? Ich glaube, weil Bild, Bild, Bild in Bild. Hä? Okay, da sind ein paar. Ich glaube, ich muss die nacheinander versuchen zu machen, weil sonst verpasse ich hier all den Traumdunst. Okay. Ist ein bisschen schwierig mit dem Kabel und der Kamera und so. Aber es geht. Ausspüren können allerdings wirklich mehr Traumtropfen. Okay, Traumtropfen, Traumtropfen. Mehr. Ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Ich brauch mehr Kabel. Was war das denn für ein Bullshit? Warum war das nur eine einzige? Ach so, weil eine. Ach, deswegen waren es gerade so viele Wolken. Ach so. Ich dachte, das ist quasi ein Level. Das heißt, ich gehe da immer wieder hin. Aber da ist jetzt, da ist einfach kein Lebenstropfen drin. Das heißt, da ist, ist immer eine... Ich dachte, so wenig kann ich spielen? Ich dachte zumindest, dass ich jetzt 10-mal so ein Level machen kann. Das heißt, ich gehe ins Level rein und da sind alle Wolken drin. Und dann zerstöre ich 10 Wolken und hab jetzt 38 Traumtropfen gekriegt. Und Spielmünzen wurden... Du hast 105. Achso, 5 Spielmünzen sind Max. Ah, ja, dann habe ich ja noch ein paar. Dann habe ich noch ein paar. Okay. Ich dachte, er hat alle 105 dafür aufgebraucht. Ja, anscheinend so muss man nur 5 Minuten warten pro Wolke. 15? Okay, ja, boah, ich dachte... Okay, wir können noch ein bisschen spielen. Ich verstehe so langsam. Oh, ey, was? Ja, natürlich ist es einfacher, wenn man wirklich auf den Bildschirm guckt. Das Pokémon liest das Item Grünstück zurück. Danke für nichts. Hallo Pixelkira. Was? Bullshit. Macht dieses Gameplay Spaß für euch?
Ein Driftloon. Die Ultrapforten, ja, ist ein bisschen so Ultrapforten, ne? Hallo Maurediven. Kann jemand Leo zum Stehen bringen? Dann würde ihm auch die Controller leichter fallen. Okay. Es gibt ein Boxlimit. Oh, dann muss ich ja tatsächlich aufhören. Was ist das Boxlimit? Eine Woche dauert sicher, bis die kommen. Besser werde ich. Ich werde besser. Warum geben manche keinen Bonus? Unverschämt. Kira, du bist ein Ultrigarier. Und Mariko, du bist ein Sumpex. Aber sag mal, wenn die... Wenn die Legis kommen, dann weiß ich das davor, oder? Das ist ein fetter Storypunkt dann, oder? Also es ist nicht so, dass auf einmal in einer Wolke kann so ein Ding drin sein. Und dann ist meine Box voll und dann zählt's nicht. Also kann die Box voll sein für Boreos? Oder kommt dann einfach die... Ich schätze, dass dann erst gar nicht die Quest kommt, wenn meine Box voll ist, oder? Wie macht man das mit dem Printwill auch? Punkte sammeln und dann Kanalbelohnung. Du wirst das merken? Okay. Die Besonderen werden extra gezählt, also Ho-Oh, Lugia etc. Okay, also die... Ich will nur Somvolara, weil Simvolara hat eine versteckte Fähigkeit. Die muss ich hier kriegen und dann breeden. Damit der Traumball weg ist. Das heißt, die Legis sind extra. Die legendären kosten Tropfen. Ah, okay, okay, okay. Sollte ich die Tropfen sparen oder sollte ich mir Upgrades kaufen, damit ich schneller, also besser spielen kann? Ich guck gleich. Gleich haben wir 100, dann kann ich, glaube ich, die erste Sache kaufen. Warum kriege ich keinen Bonus mehr? Bitte, jetzt seht ihr da, wo die Zettel rauskommen. Ich krieg keinen Bonus mehr, deswegen die Farbe muss eine Rolle spielen. Driftloon! Driftloon! Badababam, bam, bam! Die Farbe spielt nur fürs Fangen normaler Pokémon eine Rolle. Das Chaining ist funktioniert nur bei bestimmten Wolken und ist zeitabhängig. Okay, okay, okay. Merkur, richtiger Profi. 400, 600 und 800. So viel kosten die legendären. Schauen wir gleich mal. Okay, jetzt kann ich was kaufen. Ich finde nur das Upgrade nützlich, was deine maximalen Wolken anhebt, auch wenn die dann trotzdem nicht schneller laden. Ja, aber es wäre ja gut, weil dann sind sie immer, dann hast du halt direkt mehr, wenn du mal eine Zeit lang nicht spielst. Also ja, ne? Hol ich mir, glaube ich. Werkstatt. Jasmin, du bist ein Mediti.
Und Pataru, du bist ein Kitagami. Katagami. Erhöht die Stärke des Strahls, mit dem du Pokémon fängst. Brauche ich nicht. Erhöht das Zeitlimit, innerhalb dessen du Pokémon fangen kannst. Brauche ich nicht. Erhöht die Anzahl der Traumwolken, die du entdecken kannst. Das klingt gut. Lockfilter lockt das Pokémon an einen Ort, an dem es sich leicht fangen lässt. Ho. Verlangsamt für kurze Zeit die Bewegung eines Pokémon. Also wahrscheinlich wird es noch ein bisschen... Nee, ich glaube sogar, ich habe gehört, es wird nicht schwerer. Also die Legis sind nicht mal schwerer zu fangen als das, was gerade ist. Stellt Energie wieder her, die beim Pokémon-Fang verbraucht wird? Hä? Das weiß ich nicht, was das heißt. Aber Pilar ist wahrscheinlich das einzig Gute, oder? Pilar Plus. Also bisher kann ich auf jeden Fall noch gar nichts freischalten, was Legis anbelangt. Natürlich nicht. Kauf mir einen Pilar. Das heißt, Upgrade für mehr Wolken und jeder Stream startet mit Wolkenfarm. Wahrscheinlich, ja. Aber ich würde wahrscheinlich auch Wolkenfarm offline. Und das heißt, ich kann da immer mehr machen. 500 wäre das nächste. Und wenn dann Leggy kommt, dann mache ich es mit euch. Du brauchst mindestens eine Woche, eher länger. Wir haben ja Zeit. Ich muss sowieso noch Schwarz-Weiß 2 durchspielen und Weiß. Ich muss noch 3 Spiele durchspielen. Legends musst du hier auch nicht kaufen. Sobald du eine Anzahl an Tropfen gesammelt hast, kommt die Story-Sequenz. Okay. Wir können noch ein paar machen. Einige sogar. Können nur 3-mal pro Tag eingesetzt werden. Das heißt, ich muss einfach nur am Tag 15 ein Kilometer, 1,5 Kilometer gehen? Tag umstellen. Oh. Aber ich kann auch, also das heißt, ich kann, also wenn ich keine Münzen, also wenn ich nicht die Zeit umstellen könnte, dann müsste ich einfach nur 1,5 Kilometer gehen und also die 1,5 Kilometer kann ich am Tag verbrauchen. Und dann kann ich am nächsten Tag wieder 1,5 Kilometer gehen. Oder halt 10 Kilometer an einem Tag gehen und dann habe ich genug für die nächsten 5 Tage oder so. Kahago, du bist ein Serpi Royal. Wow. Danu, du bist ein Knospi. Hallo Reptile. Und Prani, du bist ein warum fällt es mir nicht ein? Kavalanza. Du musst auch beim Gehen umstellen. 10 sind Cap pro Tag. Echt, ich kann nicht mehr als 10 Münzen am Tag kriegen. Deswegen hatte ich heute nur 10 Münzen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich heute nur 10 Münzen gekriegt habe, wenn ich sicher weiter als 1 Kilometer gegangen bin. Brokkoli? Kavalanza sieht nicht aus wie ein Brokkoli. Das erstmalige Fangen kostet keine Traumtropfen, aber man kann die Linsen erneut machen, dann kosten sie Traumtropfen, aber nicht beim ersten Mal fangen. Check ich nicht. Das heißt, ich könnte jetzt die Zeit umstellen in meinem DS. Muss ich dafür... Es gibt hier kein Speichern, ne? Es gibt hier kein Speichern. Sitzung beenden. Und Forschungsdaten kann ich wahrscheinlich nicht senden. Es wurde keine Ausgabe gefunden. Okay, ja. Okay. Warum sind da 2 Wolken jetzt gerade da oben? Egal, jetzt gehe ich bei Einstellungen und mache einen Tag nach vorne und dann kann ich wieder Münzen ausgeben. Wofür braucht man das Traumritter? Für die Tiergeistform von den 3 Genies. Die wurden das erste Mal eingeführt im Traumritter. Ist nur die Veränderung
Wahrscheinlich ist es so wie immer, ne? Es nur die Veränderung triggert, dass ich es neu machen kann. Wahrscheinlich muss es noch nicht mal... Aber wahrscheinlich muss es ein Tag sein. Ist Pokéfusion zurzeit in Wartung? Nein, aber der Verox macht so viele Sachen, ich muss es noch machen. Ein Knogger Ursa oder ein Teddy Gar. Was war das andere, was du wolltest? Pokémon Call. Okay, Verox. Es ist schon eine Münze mehr. Wegen der Umstellung? Dann will ich aber die erst aufbrauchen. Aber es ist noch keine 5 Minuten vergangen. Naja, vielleicht schon. Aber es lohnt sich nicht wirklich, einzelne Wochen aufzubrauchen. Ja, aber ich hatte eine mehr. Ich wollte, dass die 5 Münzen, die ich jetzt ausgebe, auch mir 14 geben. Kriege ich jetzt 14? Oder wieder? Es wird aufgefüllt, ne? Für die gleiche Menge. Natürlich. Also lohnt sich doch voll. Okay. Juniper, du bist ein Finx. Und warum will mir Sandwich-Katze Cheaten vorschlagen? Warum wollt ihr mir immer Cheaten vorschlagen? Habt ihr meine Videos nicht gesehen? Wann sage ich jemals, aber dann bin ich die leichtere Route gegangen und habe das Spiel komplett gecheatet. Wobei, ich benutze Software, um die Mamfaxus zu finden. Aber das ist was anderes. Das ist keine Drittsoftware, Mann. Warum schlagt ihr mir dauernd Cheat-Software vor? Also... Nächste Sache. Nur ein Hinweis, ja, du bist die dritte Person, die das sagt, dass ich mit Homebrew meine Münzen auffüllen kann. Aber natürlich will ich das nicht. Ah! An sich ist es schon eine Drittsoftware gewesen, aber zwischen Homebrew-App und Baumfinder ist schon noch Unterschied. Ja. Aber es ist echt nicht so schwer, die Münzen hier zu kriegen. Und was bringen mir jetzt 300 Münzen? Ich muss eh warten, bis die Wolken neu kommen. Also, müsste ich dann nicht. Stimmt. Aber ich habe eh genug Münzen. Es ist voll schwer, eine richtige Reihe zu kriegen. Fuck. Fuck. Schön Traupen. Oh. Yeah.
ist das für ein Kack, ey? Alter. Es macht so Spaß, Leute. Jeder, der nicht 6 Euro ausgegeben hat für diese App, der, ihr verpasst so viel Spielspaß. Aber ich check nicht, was du gemeint hast, von wegen, dass mich jetzt das Geld kostet. Warum soll mich jetzt dieses Somnium Tropfen kosten? Tut's das? Tut's doch gar nicht, oder? Weil ich habe ja schon mehrere jetzt. Nein! Ich verpasse Tropfen! Hallo Mischu. Oh. Hallo Mischu, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Hallo, Hallöchen. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben gerade einen Beleber gekriegt dafür, dass ich meinen Raum abscanne. Und jetzt wird auch einmal Mischu gescannt. Bzzzt. 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 Ich habe Fragen. Warum ist doch alles eindeutig? Ich sammel Wolken. Oh. So knapp. Hallo Ria, hi. Das ist eine App, die zur 5. Generation von Pokémon rauskam in, weiß nicht, 2011, 12, 13 oder sowas. Und hat 6 Euro damals gekostet. Und das ist das komplette Gameplay. Also es gibt nicht mehr Gameplay. Aber es gibt halt 3 besondere Pokémon, die man hier kriegen kann, die man sonst nirgendwo kriegen kann. Und da ich ja meinen Origin-Dex mache, heißt jedes Pokémon fangen da, wo es das erste Mal vorkam. Und hier kamen das erste Mal die 3 Genies vor. Muss ich das hier machen. Und tatsächlich muss man in-game Geld dafür ausgeben. Auf dem 3DS ist Geld 1 Kilometer sind 10, nee was? Ja, 100 Meter ist eine Goldmünze. Und für 5 Goldmünzen kann ich meine Wolken auffüllen. Quasi Walk to Win. Pay to Win, Walk to Win. Kann man auch Goldmünzen haben, indem man tatsächlich Geld ausgibt? Also damals? Kann man auch sicher, wobei es Kinder, Nintendo und so. Was habt ihr gemacht? Habt ihr geschrieben? Habt ihr gemalt? Habt ihr gehoroskopt? Hallo Stabilo! Score. Wer hat Ding gemacht? Maurediven. Das war nicht deins, Maurediven. Das war das von Virux. Maurediven, das hier ist deine. Jetzt sagst du mir aber gefälligst, was es ist. Hab jetzt ja nicht hier so ein Schweigegelübde und halte uns. Ich meine, ich kann nachschauen, was es ist, aber. Hä? Das ist ein Morlord Mauzi? Morlord Hypno? Hipster? Was ist das? Es wurden beide gezeigt. Ach, wurde am Ende kurz das aktualisiert? Ich hab das nicht gesehen. Was ist das? Das hat die Nummer.
97 und 195. Morlord und? Super Saiyajin 3 Morlord. Was ist das, Maurideven? Was ist denn Nummer 97? Kokowai kann ihn... Ist es Koko? Nee, warte mal. Das Gesicht muss doch... Hä, aber auch das Necklace hier. Was ist denn das? Ist es wirklich Hypno? Hypno hat keine weißen Haare? Hypno hat doch einen Kranz. Ach so, das Pendel von Hypno ist sein Ding. Oh Gott, Hypno. Hat Hypno weiße Haare? Hypno hat einen weißen Kranz um den Hals. Und dann ist es auf einmal die Haare und aus dem Pendel wird ein Anhänger? I call Bullshit. Wo sind meine Wolken? Da. Soll ich mein Fenster offen? Nee. Ich will nicht gesehen werden, nur von euch. Aber nicht von Nachbarn. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Das ist... Das ist gemein, wenn sich's umdreht. Das Wackel macht mich fertig. Tut mir leid, wir hören gleich auf. Aber ihr habt jetzt eine Ahnung von dem Spiel, ne? Ich muss das jetzt privat so lang machen, bis ich irgendwann die Quest freischalte, dass ich einen von den drei kriege. Wir waren heute fleißig, ich habe sie mitgenommen in mein virtuelles Büro und habe über neue Story-Ideen gefaselt, während ich zum ersten Mal seit Jahren eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe. In der Agentur damals haben die Leute gemerkt, dass ich PowerPoint-Präsentationen ganz gut machen kann. Und dann wurde ich oft dazu verdonnert. Zeigt niemals, dass ihr in etwas gut seid, was ihr nicht machen wollt. Sieht aus wie der Kinderentführer aus der Hölle. Ja, mit seinem Necklace. Hallo Tomalde. Wenn du die Wolken triffst, wenn sie größer sind, sollten mehr Tropfen rauskommen. Okay. Ich glaube eher, wenn sie gelb sind, oder? Ja, die wachsen. Ich sehe doppelt. Oh! Score! Score! Hallo Jay Feather. Seit die Leute wissen, dass ich ein Fable für Datenaufbereitung habe, ich mache zurzeit nichts anderes als Datenaufbereitung. Ich liebe Datenaufbereitung. Ich glaube, es bedeutet, Daten aufzubereiten. Und das mag ich durchaus. Für ein Pokémon findet man aber wenig Pokémon, oder? Ja, hier und da finden wir immer mal wieder eins von den 5 Pokémon, die man hier kriegen kann. Wir haben 164. Ich kann mir wieder Zeug holen. Aber es gibt wahrscheinlich nichts, ne? Aber was muss denn passieren, dass jetzt zum Beispiel Boreos kommt? Ich muss doch irgendwas erreichen, was mir nicht gesagt wird. Sei es insgesamt 1000. Ich glaube, sowas war es sogar, ne? Insgesamt 500, insgesamt 1000. Aber ich kann, wenn ich sie nicht ausgeben würde, wüsste ich, wie viel ich habe. Aber da ich sie ausgebe, na, ich kann halt addieren, ne? Ich habe schon 264 Punkte gesammelt. Traumtropfen sammeln. Ja, und es gibt irgendeinen, soll ich nachschauen, es gibt irgendeinen Wert bestimmt, den man überschreiten muss. Traumradar. Vielleicht sind wir, ich will nur gucken, ob ich nah dran bin. Wahrscheinlich nicht. Erhältliche Pokémon, dies und das. Ah ja, wenn ich... Man kann Dialga kriegen mit Diamant, wenn man Diamant eingelegt hat. Jetzt sofort? Oder muss ich irgendwas machen? Standardlinse, Rettungslinse,
Beutellinse, Spielmodi, Simulator A. Genau, ich muss irgendwie den Simulator Alpha freischalten. Der kostet 400. Oreos taucht für Zeitrekorde auf nach dem Ending. Was? Einmalige spielbare Level. 400 Traumtropfen sammeln. Genau, ich muss 400 sammeln, dann kommt Boreos. Dann 1500 und dann 3000. Und Dialga kommt, wenn ich Diamant durchgespielt habe und eingelegt habe. Palkia bei Platin, bei Perle, Giratina bei Platin. Ho-Oh bei HG und Lugia bei SS. Wenn die durchgespielt sind und drin liegen, erscheinen die. Es wäre auch cool, die anderen in einem Ball zu haben. Ich meine, ich habe die ja alle. HG, SS habe ich halt nicht durchgespielt. Und ich habe nur SS. Schade. Lugia ist eh cooler. Okay, sollen wir 400 probieren? Ich meine, ich bin fast bei 300. Komm, 400 kriegen wir noch schnell hin. Wir haben es ja gleich. Die sind alle im Traumball, ja. Das ist halt die Sache. Was will ich mehr? Will ich alle im Pokéball oder will ich sie aus dem Spiel, wo sie das erste Mal vorkamen? Und die Tiergeistform kam halt wirklich das erste Mal hier vor. Das heißt, wenn du dann meinen Decks durchgehst, habe ich halt die normalen im Pokéball und die Tiergeistform sind die einzigen drei Pokémon dann, die ich im Pokéball, im Traumball habe. Aber so ist das halt. Ich meine, ich kann dann noch in Schwarz-Weiß 2, kann ich sie nochmal im Pokéball fangen und halt ändern. Oder ich glaube, ich muss sie noch nicht holen, aber da kann ich sie auf jeden Fall ändern, das erste Mal, glaube ich. Aber ich will es halt auch, ich will die halt auch da haben, wo sie das erste Mal vorkam. Rettungslinse. Ja, aber die kostet mich jetzt 100. Vergiss es. Meine Box ist voll. Aber interessiert mich das? Also. Und? Ich meine, wenn jetzt ein Symbolara kommt, wäre es ärgerlich, weil dann kriege ich es nicht. Wenn jetzt ein Mon kommt, kannst du es nicht behalten. Das ist okay, weil ich will ja nur Symbolara und ich glaube, auf dem Weg zu 3000 Tropfen werde ich noch ein Symbolara finden. Aber wie sieht's aus mit dem Boreos? Boreos. Wenn ich das fange heute und ich habe noch kein Schwarz-Weiß 2, wo bleibt das dann? Oder kann ich die Quest gar nicht starten? Nee, du kannst neu gefangene Pokémon mit alten ersetzen. Schau, der Merkur. Schau, wir probieren's. Gucken mal. Ich habe mir die auch alle geholt. Wenn der S2W2 Spielspann noch keinen Orden hat, sind sie Level 5. Nice. Will ich sie auf Level 5? Ja, oder? Das heißt, ich darf das Spiel nicht durchspielen. Hallo Game Benny. Oh mein Gott. Score. Ah, ich sehe halt nichts, weil der Hintergrund so hell ist. Tatsächlich haben die anscheinend nicht die versteckte Fähigkeit. Also laut der Liste, laut PokeWiki, haben die nicht die versteckte Fähigkeit. Sie kriegen erst die versteckte Fähigkeit, wenn ich sie mit dem Spiegel umwandle. Das ist noch die Frage, ob ich das machen will. Anscheinend haben die hier nicht die versteckte Fähigkeit, was echt komisch ist. Weil die Tiergeister eben anscheinend gar keine haben. Heute immer noch nicht? Also hier auf jeden Fall noch nicht.
Legis haben eigene Boxslots. Okay. Ich glaube, in einem schwarzen Raum ist es am einfachsten zu spielen. Das sind jedes Mal 15 Wolken, ne? In Oras kannst du die Tiergeistform in Malvenfrau erhalten bzw. ändern? Ja, aber das ist Gen 6. Das ist ja ein anderes Spiel. Es gibt noch viele ungeklärte Fragen. Oh, sie hat wieder mit mir geredet. Kann ich? Du kannst heute keine weitere Münze mehr einsetzen. Lüg. Du lügst. Ich meine, ist die Frage, was du als morgen siehst, Madame. Sorgen wir kurz dafür, dass du denkst, es ist morgen. Lügen. Traumradarception. Es ist halt echt. Und das ist, deswegen sehe ich manche Wolken nicht, weil sie vor weiß sind. Jetzt schauen wir mal, ob es auch geht, wenn ich einfach wieder zurückstelle. Vielleicht ist es ja wirklich die Änderung, die es triggert. So wie auch heutzutage bei Pokémon-Spielen. Oder es muss wirklich der nächste Tag sein. Kann man eigentlich SD diesen Freundschaftsbonus ausschalten? Find's irgendwie lame, dass die Pokémon einfach Attacken ausweichen oder Statusprobleme haben? Nein, leider nicht. Das ist extrem lame, wenn du dir denkst, wenn du so von einem Volltreffer getroffen wirst, von einem Knackrack und dann sagt auf einmal dein kleines Bidisa so: Ich hab dich beschützt. Ich habe es ausgehalten. Dank und der Macht unserer Freundschaft. Und dann so, okay, Level 5 Bidisa. Okay, wahrscheinlich wird dein Level 5 Bidisa dich nicht lieben, aber kannst heute keine weiteren Spielmünzen einsetzen. Es muss tatsächlich immer der nächste Tag sein. Okay. Dann haben die Tiergeistformen eigene Fähigkeiten. Haben sie, ja. Aber halt Standard, ist keine versteckte Fähigkeit. Das heißt, jetzt sollte es aber reichen, auf den 13. zu stellen, weil wir waren gerade beim 12. und das hat gespeichert. Außer es speichert nur jedes Mal, wenn wir ein Level beenden. Das könnte jetzt auch nicht funktionieren. Du hast das Spiel damals am Familienurlaub auf Kreta am Strand gemacht. Wilde Erinnerungen, wie ich als 10-Jähriger am Strand mit meinem DS rumgewedelt habe. Aber ist doch cool so am Strand, da sind da tatsächlich Wolken am Himmel. In irgendeinem Paralleluniversum hast du tatsächlich mit einem riesigen Laserstrahl durch wo? Kreta, durch Kreta geschossen in die Luft. Okay, es merkt sich, das Spiel speichert in dem Moment, wo du ein Level abschließt. Das heißt, ich muss noch, ich gehe ein paar Tage nach vorne. Ey, wir finden Sachen raus, wir forschen nach. Aber ich setze mich wieder hin. Die 5 anderen Legislaturen haben aber zumindest die versteckte Fähigkeit. Ja, die typische Ho-Oh und Lugia-Legislatur. Was sagt die Lugia-Legislatur? Die ganze Welt soll unter Wasser gesetzt werden. Damit die ganze Welt das Reich von Lugia wird. Das heißt, wenn ich jeden Tag einen Kilometer spazieren gehe, 500 Meter spazieren gehe mit dem DS,
Kann ich jeden Tag das hier einmal machen? Ne, zweimal dann. Warum steht da No Signal vom USB? Weil wenn du anscheinend die App wechselst, er kurz kein Signal kriegt. Oh, wir sind schon bei 246, das heißt, wir sind bei 346. Ich brauche... Das könnte ich schaffen in einer Runde, oder? Auf die Wolken zu treffen. Oh. Driftlern behalten. Muss sein anderes Pokémon freilassen. Ich habe 3-3. Passt schon. Oh Gott. Nein. Okay, habe ich jetzt 400? Auf YouTube gehen keine Commands, Joey. Nur auf Twitch geht es. Noch bisher ist es noch niemandem gelungen, dieses Pokémon zu fangen. Aber du schaffst das ganz sicher. Neue Ausrüstung wurde installiert. Wunderlinse Alpha. Tatsächlich, 323. Und wenn ich jetzt... Weil ich glaube, ich werde mein ganzes Geld irgendwann, also immer nur für den Peiler ausgeben. Weil dann habe ich irgendwann wahrscheinlich 30 Wolken oder so, die da sind. Voll gut. Aber gut, dann fangen wir jetzt, wenn es geht, mit einer Wolke. Wahrscheinlich geht es nicht mit einer Wolke. Es gibt keine Legibox. Hier stand gerade... Ah, nee. Okay, vielleicht... Wahrscheinlich beim Legi ist eine Ausnahme. Weil er gerade stand, du wirst es dann ersetzen müssen. Ja. Okay, die Wolke ist auf jeden Fall da, oder? Ja, nee, ich weiß schon, es war die allgemeine Nachricht, dass die Box voll ist. Von 1 bis 10, wie viel Spaß macht dir das im Traumradar? 10. Locker. Bist du es jetzt, Boreos? Wow!
Xenix. Geh nicht hinter mich! Boah, es ist nervig. Kannst du bitte wieder vor mich gehen? Ich kann das Ding nicht so weit drehen. Alter, er geht immer weiter hinter mich. Mir geht die Zeit aus. Okay, 2 von 10. Da ist es. Boreas wurde gefangen. Die Forschungsarbeit ist beendet. Und jetzt ist es in einer eigenen Box. Faszinierend, eins dieser rätselhaften Pokémon war also Boreos. Ich habe auch schon ein paar sehr wichtige Entdeckungen gemacht. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Boreos sein ungewöhnliches Äußeres einem Formwandel verdankt. Dieses hat es vollzogen, um sich an seine Umwelt anzupassen. Welche Umwelt? Die Wolken? Das liegt doch eh. Ich habe dieser neuen Form den Namen Tiergeistform gegeben. Bestimmt handelt es sich bei den anderen zwei rätselhaften Pokémon um die Tiergeistform von Voltelos und Demeterus. Seht ihr, deswegen machen wir das. Weil sie hat diesen Formen, die Tiergeistform, den Namen gegeben. Wenn ihr das in Gen 6 oder sonst wo ändert, da ist das nicht zum ersten Mal passiert. Hier ist das passiert. Fangt das Pokémon da, wo es das erste Mal vorkam. Ich werde versuchen, eine neue Linse zu entwickeln, die es dir erleichtert, die beiden aufzuspüren. Dafür brauche ich aber vermutlich eine große Menge an Traumtropfen. Ich habe den Betrag schon wieder vergessen. 700, glaube ich. 700 und dann, nee, 1000 und dann, nee, 1500 und 3000. Ja, das kann schon dauern. Und wenn wir jetzt auf hier hingehen. Ah, da unten ist eine neue Reihe. Das sind ja 5 plus 3, ja genau. Die 8 Legis, die man fangen kann. Das heißt, 8 Items, 8 Pokémon. Und hier brauche ich nur noch Symbolara. Ich glaube, es gibt noch eins, was man hier bekommt. Ja, es gibt noch ein paar andere. Es gibt so auch Gen 1 Pokémon und so. Symbolara brauche ich, muss ich da nur ersetzen. Und halt, ich will jedes Legi haben irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 5 plus 3, 8. Aber es sind 6. Moment, alle Legis passen gar nicht in eine Reihe. Nehm's zurück, ich kann nicht zählen. 6, 8. Die anderen beiden waren bei dir, waren bei mir dann noch schlimmer und die Zeit war sehr knapp. Aber ich dachte eigentlich, was ich gehört habe, ist, dass die Schwierigkeit bei allem gleich ist die ganze Zeit, was das Traurige daran ist. So, du sammelst all das, du hast die verschiedensten Genies, aber es ist dauernd das Gleiche. Die gleichen Attacken, die gleichen Bewegungen. Deswegen, ihr habt jetzt eigentlich das Spiel gesehen und das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Belohnungen sind andere Pokémon, andere Items und es ändert sich halt das Legi. Aber das ist Traumradar. Ich werde das offline einfach grinden, bis ich 1500 Punkte habe. Dann werde ich es wieder mit euch fangen, die 2 Minuten. Und dann werde ich weiter grinden auf 3000 für Demeteros. Und dann kann ich die übertragen auf einen frischen Schwarz-Weiß-2-Spielstand, wo sie dann Level 5 haben. Mit denen werde ich nicht Schwarz-Weiß-2 durchspielen. Vor allem sollen die Level 5 bleiben. Aber Level 5 ist auf jeden Fall cooler als Level 40 oder so.
Entstehen bei der Pokefusion eigentlich nur diese Random-Kreuzungen oder sind da auch schicke Custom-Sprites dabei? Das war bei dir auch ein Custom-Sprite, das hat jemand gezeichnet. Das sind alles Customs. Also manchmal ist halt die Frage, ob Pokefusion schon alle durchdesignt hat. Aber inzwischen glaube ich sogar, ich habe es letztens geupdatet. Gestern habe ich alle Sprites geupdatet auf die aktuellen Sprites von Pokefusion. Kannst du hier schauen, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich Mega-Pinsir oder Pinsir-Sichlor. Das ist wahrscheinlich Teddy Ursa mit Ursaring. Das ist ein Pipi mit Alpollo, Nebulak. Das ist ein Libeldra mit Kingler. Das sieht cool aus. Das ist ein Snubsmog. Snubsmog. Das ist ein Porygynior. Das ist ein Abrenga. Das ist ein Maghorn. Z vergessen, stimmt. Warte mal, was ist das? Warte mal, was ist das für ein Pokémon? Ach, das ist ein Lopunny. Magnezone wahrscheinlich. Ja, Magnezone. Oder? Wird wahrscheinlich Lopunny sein wegen den Beinen. Gehen auch Pokémon über Gen 2? Nein. Wie du siehst, Lopunny. Nee, geht wirklich nicht. Wenn du selber die Zahl eingibst, geht nur Gen 1 und Gen 2. Dratini und Hopspross. Kyurem Graudon. Ein Kyukron. Ein Graurum. Ein Graurem. Hoptini. Dropspross. Ein Mew Latios. Mewtos. Latiu. Ein Expat. Cognodon. Ramaidon. Ein Libeldra Cesurio. Aber was soll es sein? Ein Galoppa. Stolos? Oder? Ja, Stolos, oder? Oder vielleicht Stolrak. Ein Hypno. Sandermeer. Ein Pixie-Rasaf. Ein Visor-Tor? Inkognitor? Nein. Das machen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Da ist unser Stolrak Darkrai. Oder? Darkrai, der Mund. Es gibt schon geile. Golbatnir. Okay, stopp. So, okay, dann lege ich erstmal das hier weg. Jetzt haben wir schon zwei Wolken wieder. Ach, da sieht man kann es sogar so liegen lassen und es füllt sich auf. Die Wolke wird leicht größer die ganze Zeit. Krass, man kann visuell beobachten, wie die größer wird, wirklich. Das ist gerade hinter dem Auge, aber diese kleine Wolke da oben hinter dem Auge. Ist nur eine. Doch, sie ist auf einen Schlag größer geworden gerade. Die wird quasi, wahrscheinlich hat die 5 Größen und pro Minute wird sie um eine Größe größer. Cool. Ich finde es schon cool, so als Add-on von Gen 5 ist es schon eine coole App, so wie die Origin-Story von, das ist nicht wirklich Story, aber so, wo die Tiergeister herkommen, ist schon cool. Und 6 Euro ist auch okay. Aber es ist halt, man hätte ein bisschen mehr Abwechslung reinmachen können. Ich meine, ich weiß nicht, was die ganzen die Upgrades da vielleicht ein bisschen was ändern und so. Vielleicht muss ich mir sogar welche kaufen, um Demeterus zu schaffen. Wo ist unser Bonk? Weiß ich nicht. Müsst ihr euch anstrengen. Fail. Oh, das war Retro. Retro hat den Bonk gekriegt. Okay, dann
bleibt uns jetzt, beziehungsweise jetzt kann ich sogar auf unserer Liste abkreuzen, dass ich Boreos als Tiergeistform habe. Das heißt, ich habe jetzt beide. So, streng genommen. Noch nicht übertragen, aber da ist es. Ich hab's zumindest. Es ist meins. Tiergeistform Boreos. Und habe ich die anderen beiden vorne abgekreuzt? Ja, ne? Symbolare brauchen wir noch. Und tatsächlich, ich habe mich vorhin gewundert, aber ja, hier Dressella gibt es in Schwarz und in Weiß. Aber in Schwarz ist es ein Geschenk. Deswegen werde ich es in Weiß fangen. Und ich habe vorhin zweimal Spiel resettet, habe Otaro und Floink mir geholt. Das muss ich jetzt noch. Also, Serpifeu hat mir letztens, das heißt, ich muss jetzt noch 6-mal das Spiel neu starten. Wenn ich das heute gemacht habe, 6-mal das Spiel neu gestartet, können wir den Weiß-Spielstand anfangen. Und dann Schwarz-Weiß 2. Oh Gott. Und ja. Das heißt, es wird jetzt viel offline passieren, was Gen 5 Decks anbelangt. Weil ich muss nicht nochmal mit euch Weiß spielen. Ich muss nicht. Aber Schwarz-Weiß 2 werde ich natürlich komplett mit euch spielen, weil das heißt tatsächlich das einzige Pokémon-Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Schwarz-Weiß 2. Noch nie gespielt. Bin sehr gespannt, was daran so gut sein soll, anders sein soll. Ich freue mich auf Hydra-Gel. Hydra-Gel? Hydra-Gel? Was ist Hydra-Gel? Hydra-Gel? Was ist Hydra-Gel? Was ist Hydra-Gel? Warte mal, was ist Hydra-Gel? Was ist Hydra-Gel? Baukapps-Entwicklung? Heißt das wirklich Hydra-Gel? Freust dich drauf? Ja, das habe ich schon. Hydra-Gel. Ja, Hydra-Gel, genau. Du hast recht. Das gelesen zu sehen war komisch. Schnuthelm, Hydra-Gel, ja. Nein, Schnuthelm wird zu. Ja, doch, Schnuthelm wird zu Hydra-Gel. Nein. Doch. So langsam bereue ich meine Entscheidung. 3,99. Traumadra hat, glaube ich, nur 3,99 gekostet. Ich hätte schwören können, in dem Video von John Stone sagt er 6,99. Aber vielleicht waren es 6,99 Dollar? Du bereust deine Entscheidung, nicht die Boxen voll gemacht zu haben. Aber kannst du nicht immer noch die Boxen voll machen oder bist du gefangen an der Stelle, wo du Soft Reset ist? Kannst du nicht einfach da weggehen, Boxen voll machen und wieder hingehen? Ich habe auch erst überlegt, die Traumradar-Legis zu holen, aber es wären halt mit die einzigen, die nicht im Pokéball wären, obwohl es die im Pokéball geben würde. Es gibt sie im Pokéball, aber halt nicht die allerersten. Und das sind ja wirklich die allerersten. Und das finde ich cooler. Weil es heißt Origin Decks und nicht Pokéball Decks. Und man hat ja dank der Verteilungen, hat man ja auch welche, die im Jubelball sind. Geht ja nicht anders. Das heißt, wenn es nicht anders geht, es geht nicht anders. Die Origin-Regel ist immer die oberste Regel, woher es kommt. Okay, dann wir müssen heute einkaufen gehen, aber ich glaube, dann mache ich noch ein, zwei Manaphy-Resets jetzt. Weil hier können wir gerade nichts machen. Ich kann auch weiter Wolken töten, aber es ist doch wirklich nicht so interessant. Vor allem, es ist auch nicht so leicht mit Kabel und Kamera das zu machen. Okay, dann machen wir hier nicht aus. Hier müssen wir nur das Spiel ändern. Manaphy. Und ich werde mein englisches Platin durchspielen und gucken, ob ich dann da die Raubkatzen von Oliver übertragen kann.
Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Eine Million Frage, was ist das beste Shiny? Ampharos? Trombok. Nicht Ampharos. Ampharos ist rosa. Wie langweilig ist das? Theoretisch kam ja Black and White 1 vor Traumradar und da man die Pokémon easy umwandeln kann, muss ich für mich beide aus Black and White 1 holen. Was heißt easy umwandeln? Du kannst sie nicht umwandeln in Black and White 1, ne? Das war doch der Knackpunkt. Du kannst sie zwar fangen in Black and White 1, aber du kannst sie nicht umwandeln in Black and White 1. Somit existieren sie nicht in Black and White 1, sondern nur im Traumradar. Oder? Ist die gleiche Sache wie mit Gigas, ne? Muss ich jetzt ein Pikachu in Gen 1 fangen, wenn ich ein Giga-Pikachu will? Oder muss ich das Giga-Pikachu in der Gen fangen, wo es das erste Mal Giga gab? Ich sag da, wo es das erste Mal Giga gab. Wo hatten wir die Diskussion, wo ich das gesagt habe, dass es nicht so ist? Bei welchem Pokémon mache ich da die Ausnahme? War das, es war nicht, es war, was war das? Quaffaff? Nee. Man kann sie nur in Black and White 2 umwandeln. Ja. Bei Seagard war die Diskussion, genau. Wie wir das machen. Da denken wir noch besser drüber nach, wenn es soweit ist. Manapfi. Wo sind wir? Wo ist was? Wer macht was? Hier komme ich hier raus, also habe ich hier die Manapfi-Eier. Yes. Wir sind bei 144. Was für ein Fortschritt, ey. Warum ist dieser DS nicht an? Oh Mann. Wen hat man Keldeos Form in Gen 5? Weiß ich nicht. Du willst doch sowieso alle Zygarde-Zellen in Sonne und Mond fangen? Ja, die Frage ist nur, benutze ich dann das Zygarde aus Sonne und Mond oder das Zygarde aus X und Y, um es auf 100% zu bringen? Was ist besser, Brilliant Pearl oder Shining Diamond? Glitzering Platin ist am besten. Bist du jemand, der ernsthafte Antworten von mir verlangt? Schwierig bei mir. Schwierig. Okay, wir sind soweit. Ich habe hier noch einen Zettel von Mauri Racing. Rex Blizzard. Aber ein Zygarde aus Alola sieht auch falsch aus für mich. Muss da immer Carlos stehen, wenn es ein Carlos-Mon ist. Ja, aber es ist halt ein Sonne und Mond, eine Sonne und Mond-Form. Hast du die Cognitus dann auch in... Hast du die Cognitus dann auch in HGSS gefangen?
Am Ende, wenn du richtig weit bist, Mauri, dann wird es so unmöglich schwer. Was, warum kriege ich keine Verbindung? Habe ich irgendwas am Internet geändert? Das Datum? Oh, ich muss das Datum... Soll ich das Datum ändern? Weil wenn Shiny Manafi kommt, hat es das falsche Datum. Aber es ist nur um 3 Tage falsch. Ist egal. Warum kriege ich keine Verbindung? Da. Ja, HGSS. Okay, okay. Dann machst du halt den Region Dex. Nein, Schmarrn. Ja. Ich habe mich halt damals dazu entschlossen, wirklich erstes Spiel, und somit werde ich mich wahrscheinlich auch dazu entschließen, aber jedes Mal denke ich darüber anders, dass 2 Sigards aus Kalos und 2 aus Alola. Die 10% Form wird dann die Fähigkeit für Optimum Form haben. Sigurd, 50% werde ich in XY holen und 10% dann in Sonne und Mond. Optimum Form ist keine lagerbare Form. Ja, schon klar. Aber ich glaube, dass es die Fähigkeit macht, dass es zu der anderen Form werden kann im Kampf, brauchst du trotzdem 100%, glaube ich. Oder? Oder wann hat Sigurd die Form? Wenn du 100% gesammelt hast, dann wechselt es die Fähigkeit. Die Fähigkeit meine ich. Dann wechselt es die Fähigkeit. Was bringt 2 aus Kalos? 10%, 50%. Dann Alola, nochmal 10% und 50%. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten, deswegen macht man das ja in Alola. Alola. Genau, sage ich ja. Ich weiß, ich habe letztes Mal was anderes gesagt, aber ich glaube auch, dass ich sie in Alola nochmal fangen werde, weil ich mir sonst mit Icognito widerspreche. Ich widerspreche mir auch hier mit der Tiergeistform. Ne, die Tiergeistform kam das erste Mal hier vor, und die Fähigkeit von Alola Sigurd kommt das erste Mal auch in Alola vor. Die aus Kalos werden, wenn es geht, zerlegt, und dann sind die neuen aus Alola. Was bedeuten würde, ja, aber die kriegen doch nicht einen neuen Herkunftsort, wenn sie zerlegt werden. Doch. Dann ist es eh egal, was man macht, wenn sie sowieso am Ende aus Alola sind. Aber Dave hat's schon gemacht. Dann würde ja bei Dave Alola dastehen. Das hätte er niemals gemacht, glaube ich. Davidoff. Wie heißen die Zigaretten? Davidoff? Heißen die echt Davidoff? Klingt gerade voll komisch. Ich habe den Schwert und Schild umgewandelt. Ich habe nie geschaut, ob da... Aber da müsste Kalos stehen. Ah. Ja, ein Schwert und Schild muss man, glaube ich, nichts sammeln. Da kriegt man einfach ein Item, glaube ich, von diesem Verkaufsstand da. Und dann kann man einfach... Diesen Cube, ne? Und dann kann man die einfach umwandeln. Moment, aber das Umwandeln ist nur für die 10% und die 50%. Wir reden ja von der Fähigkeit. Ich check's nicht. Ich werde es erst begreifen wollen, wenn wir soweit sind. Mit dem Würfel kann man auch die Fähigkeit ändern. Echt? Kann man da sagen, andere Fähigkeit? Ich dachte, da kann man nur 10 und 50% einstellen. Aber das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen. Erstes Mal die Fähigkeit in Alola. Also brauche ich einen Sigurd. Alola Sigurd.
Weil sonst hätte ich auch schon zwei Pikachus mehr für Giga fangen müssen. Erstes Spiel sagte der mit einem Suicune aus Kristall. Kristall ist eins der ersten Spiele von Gen 2. Immer wieder sagst du das und immer wieder muss ich dir das Gleiche sagen. Kristall ist ein Gen 2 Spiel. Ist genau das gleiche Spiel. Außerdem habe ich es im Video erklärt. Du willst mich nur triggern wieder. Ich habe die gerade von... Ich glaube, oben nach unten übertragen. Nee, von unten nach oben. Nee, von oben nach unten. Ja. Also das Shiny Seagard aus dem Event konnte nicht mit der Fähigkeit ausgestattet werden. Echt? Das Shiny Seagard kann man nicht umwandeln? Seltsam, oder? Warum sollte man es nicht können? Gibt es keinen Shiny Sprite für Optimum Form? Warte, jetzt muss ich auch einen YouTube-Titel ändern. Das erste Mal auf YouTube. Ein Manaphy-Stream. Doch ab Sonne und Mond lässt das in Gen 7 nicht zu. Doch aber Sonne und Mond lässt das in Gen 7 nicht zu. Okay. Aber das bedeutet doch, dass es... Das ist doch das einzige Shiny... Wobei doch, Schwert und Schild hatten noch Shiny Seagard. Aber heißt es, vor Schwert und Schild gab es keine Shiny Optimus Prime Form? Das wäre die Konsequenz. Voll gemein. Doch irgendwie sinnlos, oder? Warum sollte man das nicht umwandeln können? Nur weil es ein bisschen türkiser ist. Wie? Willkommen in der Welt der Pokémon. Hallo, Professor Eich. Jeder nennt mich Pokémon-Professor. Ich sag Professor Eich. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre ihn. Die schwerste Aktion in dem ganzen Reset. Weil man es zerlegt und ein neues Pokémon erschafft, damit wäre es dann kein Shiny mehr. Das wirkt mir eher wie ein Problem, das die Entwickler hatten und nicht mein Problem. Dann könnte man ja auch sagen, wenn das zerlegt wird und komplett neu aufgebaut wird, dann kann es ja auch auf einmal rot sein. Aber es behält die normale Farbe. Also warum sollte es nicht auch die normale Shiny-Farbe behalten, wenn es zerlegt wird? Die hatten einfach Angst, dass das Shiny weggeht, weil sie es nicht programmieren konnten. Sie haben es aber zu deinem gemacht. Das stimmt. Wie läuft der Stream? Ich glaube, er läuft stabil, ja. Null ausgelassene Frames. Rot, 8000 Kilobits pro Sekunde. Er läuft. So wie mein kleiner Charakter da unten.
der seine Eier ein bisschen durchschüttelt während dem Laufen, damit sie schneller ausschlüpfen. Weil es alle Daten verliert, auch die Wies, Wesen etc. Deswegen kann es aber trotzdem auch shiny sich neu formen. Es wäre eh geil, wenn du ein Sigar zerlegst und neu formst und es besteht die Chance von 1 zu 4000 in Gen 7 dann, dass ein Shiny rauskommt. Wenn es neu zerlegt wird, neu aufgebaut wird, warum sollte es nicht als Shiny wieder geboren sein? Vielleicht ist das sogar so und es hat noch niemand getestet. Wurde das schon getestet? Wir brauchen verrückte Leute, die für uns das testen. Das wäre mal eine Shiny-Methode gewesen. Im Endeffekt ist es aber nichts anderes als ein Gift-Pokémon-Reset, oder? Wie Tipp 0. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das war. Ich habe das mal gemacht, um meine Sigards zu kriegen. Die vier, die ich habe im Moment. Meine hast du bisher etwas gefangen? Nee, ich brüte mal Nuffies. Ich fange gar nichts. Wobei, doch, gleich fange ich 5 Pokémon. Das Nervigste an dem Ganzen. Bam, bam, bam. So, jetzt habe ich 2 3DS-Systeme für Venikro und Typ 0, sobald ich mit dem aktuellen Usum-Playthrough durch bin. Und wow, der normale 2DS ist etwas. Du meinst das Käsebrett? Hast du den? Dachte, bist am Dex? Nee. Das haben wir heute schon gemacht. Alles, was wir heute machen, also wir haben heute schon Gen 5 gespielt und da bin ich gerade ich kann nicht weitermachen. Ich bin gerade fertig mit Gen 5. Es müssen Sachen passieren, damit ich weitermachen kann. Ist das Final Fantasy 7 Musik? Ausrufezeichen Song und du siehst es, aber es hört sich so an, ne? Zeit-Events. Ich muss weiß. Ich habe schwarz jetzt durch. Jetzt muss ich weiß spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich weiß mit euch machen soll, weil es ist das gleiche nochmal. Ich renne halt da durch. Und dann einer meiner Zuschauer schickt mir schwarz-weiß 2. Und bis das da ist, muss ich warten. Und dann spiele ich mit euch schwarz-weiß 2 durch. Und währenddessen grinde ich das Traumradar, was wir heute gemacht haben. Aber da braucht ihr auch nicht zuschauen, wie ich das Traumradar grinde, weil es totenlangweilig ist. Aber das dauert sehr lang, bis das Traumradar fertig ist. Hallo Cynthia. Ich weiß, ich kann sein, dass es nicht Final Fantasy ist. Es hört sich ein bisschen so an. On our way. Warte, wie sieht das Cover aus? Doch, das ist Final Fantasy. On Our Way. Aber ich weiß nicht, welches Lied. Das heißt halt On Our Way. Aber das Cover ist Cloud. Ich werde auf jeden Fall besser mit den Resets, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schneller werde. Wir könnten nach dem Reset einmal die Zeit stoppen und ich streng mich richtig an. Wo steckst du in Final Fantasy 7? Da, wo ich letztes Mal meinte, ich habe nicht weiter gespielt. Ich habe ja jeden Tag Gen 5 gemacht und jede Nacht Manafi gemacht. Ich habe jede Map bisher versucht, auf 100% zu machen. Also nicht komplett, aber ich habe auf jeder Map mindestens, würde ich sagen, 90-85% oder sowas. Und ich bin gerade mit dem Bronco in Cosmo Canyon gelandet. Und ich glaube, danach gibt es nur noch die Map Nibel. Und dann war es das. Also es ist Kapitel 10 von 14.
Oft habe ich hier jetzt schon alle 4 Manaphys ausgebrütet. Tatsächlich, weil ich besser werde. Schau, ich habe hier schon alle Manaphys ausgebrütet. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Scheiße. Was für ein Pech, aber auch. Plus 4. Okay. So unlucky, ne? Ja. Bin gespannt, wie schnell du maximal bist mit dem Manaphy. Wie schnell du maximal bist mit dem Manaphy? Achso, wenn ich mich anstrenge. Also ich kann mich erinnern, dass der Guide gesagt hat, zwischen 20 und 30 Minuten. Ich habe eher das Gefühl, dass es zwischen 30 und 40 Minuten, je nachdem, wie gut die 5 Pokémon drin bleiben. Hallo Drops. Draußen ist Freiheit. Ich habe mit 8 Eiern und dem Tauschen unter voller Konzentration 32 Minuten gebraucht. Aber für 8 Eier, da musst du ja doppelt so viel ausbrüten. Aber das kannst du während dem Spielen machen. 32 Minuten. Und das auch in Diamant und Perle. Moment mal, aber du hast es auch gemacht. Wie viele hast du es, Manaphy, bekommen? Und vor allem, ob hier Mons kommen, ist halt auch ein Zeitunterschied. Ja. Was macht ihr am Wochenende? Ich bin nur am Gähnen heute. Schon auf dem Weg zum Gym war ich nur am Gähnen. Und dann im Gym stand ich auch da, nur am Gähnen. Und hab mich wieder durchgequält. Und so gut wie nix. Doch, ich hab schon die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich mich bis zum Erschöpfen gepusht. Aber die eine Maschine war die ganze Zeit besetzt. Und sobald der aufgestanden ist, kam schon jemand angerannt und ich war zu weit weg. Und da habe ich gedacht, fuck it, ich gehe jetzt, bevor ich warte, dass ich endlich die eine Maschine benutzen kann. Für meine mickrigen Ärmchen. Arbeiten am Samstag. Aua. Mich vor meinen Pflichten drücken. Was sind diese Pflichten? Ups. Hier darf man zum Beispiel auch nicht B-Spam, weil sonst sagt er... Ich habe mit 8 ich brüte 2 Systeme gleichzeitig aus, in Diamant, Perl mit der linken Hand und steuere den neuen Spielstand mit der rechten und im Gras nicht rennen, dann kommen weniger Mons. Stimmt. Stimmt. Acht Eier kann genau gleich schnell gehen als 4. Man nutzt ja die Free-Zeit, die du jetzt gerade hast. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das Hin- und Hergehen ist echt das Einfachste. Vielleicht mache ich das Wochenende ein paar Hytera-Raids. Oh, guter Punkt. Ein paar... Hat Hytera vielleicht sogar jetzt Geheimgewürze? Nee. Megani hat Geheimgewürze. Das ist schon cool, dass sie jetzt sagen, alle Titan-Raids haben Geheimgewürze. Das finde ich ist fair. Dafür, dass sie nur 3 Tage gehen. Kleiner Push für Geheimgewürze, die keiner mehr braucht. Hikaru nur am Arbeiten. Denk 3 Schambolzen mitzunehmen. Boss ist impressed. Hikaru setzt Schambolzen ein. Ich will heute noch ein bisschen Rad fahren und morgen auch. Und dann muss ich viel Flöte üben, damit ich am Konzert nächste Woche rocke. Ich rocke. Prani rocke.
Alles gerade Final Fantasy, ey. Alles Final Fantasy. Bam, bam, bam. Okay, wenn ich... Ich starte immer, also für mich in meinem Kopf startet ein Reset, wenn ich mit meinen 4 Manaphy-Eiern und den 5 Pokémon im Pokémon Center stehe. Und der Reset endet, oder der Durchlauf endet, wenn ich wieder mit den 5 Pokémon im Pokémon Center stehe. Oben vor der Dame. Und mit ihr rede. Weil ich muss nicht speichern, weil mit ihr reden speichert automatisch. Hatte letztes Wochenende einen, ich habe schon Malaria gelesen, einen Melanie Raid mit 4 Gewürzen, der wurde dann immer wieder resettet. Meganie, okay. Mit 4 Gewürzen, nice. Hast du probiert auch so Raid Power anzumachen davor? Dann wären es vielleicht doppelt so viele. Ich glaube, ein Raid Power macht 4 Slots mehr oder so. Oder 2 bloß? Ich glaube 4. Okay, aber Hikaru, das heißt, du machst das hier auch. Aber wie viele Resets hast du schon bei Manaphy? Autokorrektur sollte mal mitlernen, dass Pokémon-Namen da eingeführt werden. Wobei ich glaube, also, wenn es die Autokorrektur vom... Weil selbst wenn ich Skripte schreibe auf Google, hier Word, wie heißt es, Pages, keine Ahnung, Docs... immer wenn der was nicht erkennt und es ist irgendein Begriff aus so wie Shiny, Legendary und sowas, dann gebe ich das ins Wörterbuch. Inzwischen muss ich gar nichts mehr ins Wörterbuch tun, weil alles kennt. Und Google Docs zum Beispiel kennt Pokémon-Namen, verbessert sogar manchmal Pokémon-Namen, wenn man sie falsch schreibt. Ist total geil. 120 Resets hast du? Hey, ist fast so viel wie ich. Und ich brauche auch echt lang. Kann jemand etwas erfinden, das einem alles übernehmen kann? Ja, das nennt sich Butler. Es gibt immer noch den Beruf des Butlers. Ich weiß nicht, wie sehr, ob sich jeder, der Geld hat, einen Butler einfach mieten kann oder halt bestellen kann, kaufen kann. Vielleicht sagt dann auch der Butler, kommt so vorbei und sagt, Sie haben zwar das Geld, um mich zu bezahlen, aber dieses Etablissement ist unter mir. Ich fange mit 2 Eiern bald an. Es war schon schwer genug, an die 2 Eier zu kommen. Ja, das kann echt gemein sein. Weil da macht nur Sinn, wenn dein Anwesen groß genug ist. Der muss ja auch wo wohnen. Ich weiß nur, ich kannte jemanden über 3 Ecken, also weißt du, so Familienverwandt, nicht verwandt, aber so Familienbekanntschaft rum. So habe wann habe ich den irgendwann mal kennengelernt? Mit 18 oder sowas auf irgendeiner Familienfete. Und stinkreich, aber lebt relativ normal. Keine riesige Villa, kein großes, vielleicht halt ein schönes, normales Haus so. Aber halt kein riesiges Anwesen, was er sich leisten könnte. Fährt kein krasses Auto, sondern einfach so ein VW halt irgendwie, so ein Standardauto. Das Einzige, was er sich von seinem Reichtum gönnt, der hat einen Butler. Es ist immer Essen auf dem Tisch, der Kühlschrank ist immer voll, die Wäsche ist immer gemacht, es ist alles, um alles wird sich gekümmert. Und das ist das Einzige, was er sich von seinem Reichtum so richtig gönnt quasi. Und alles andere ist halt Standard, weil warum brauchst du auch ein Haus, was größer ist, als du brauchst? Warum brauchst du ein Auto, was schneller ist, als du fahren kannst?
Aber dass immer alles gemacht ist für dich, ist schon verdammt geil. Halt eigentlich wie ein Personal Assistant, nur wahrscheinlich ein Personal Assistant kocht jetzt nicht unbedingt für dich, aber ich meine, kann man bestimmt auch in einen Vertrag reinschreiben, dass es, ich meine, wenn man mag, wenn derjenige dafür bezahlt werden will, was ist der Unterschied? Aber Butler ist ja, glaube ich, eine richtige Schule und alles. Es gibt ja richtige Butler-Schulen. Aber ja, nennt sich Haushälterin Happens. Haushälterin. Der kann dann einfach putzen. Oder Pflegedienst. Nennt sich das dann in deinem Fall. Schmal. Ich glaube, ich fange gerade zu viele Pokémon. Knapp über 20 Minuten sind möglich. Okay, ich werde jetzt gleich... Warte mal, habe ich genug? Ich habe genug. Ich werde jetzt gleich die Uhr anmachen und wirklich versuchen, so perfekt es geht, Texte wegzuklicken, nicht das Falsche zu klicken und so weiter. Nicht laufen und so. Aber zuerst müssen wir zu dem Punkt, wo der Reset losgeht. Und dann hole ich mir hier eine Uhr. Und Stoppuhr. Leider ist es jetzt genau dann so rum, dass es echt uncool aussieht. Ist egal. Der Reset beginnt genau hier, wenn wir vor der Frau stehen. Und hier können wir aber schon resetten. Aber wir können auch erst dann die Zeit stoppen, wenn ich mit dem anderen auch vor der Frau stehe. Da muss ich auch früh genug hier resetten, den anderen. Wobei, das kann ich schon früh genug machen. Ich mache es nur immer danach, weil ich Angst habe, zu vergessen, welches Spiel welches ist. Und wenn ich hier die Manafis offen lasse, weiß ich immer, dass ich hier die Manafis habe. Hier ist quasi der Beginn. Und jetzt muss ich tauschen. Und ich tausche von klein auf groß. Okay, wir beginnen die Zeit, indem ich bei beiden gleichzeitig A drücke. Der untere sollte weniger speichern. Schon 10 Sekunden. Jawohl. Dann gehe ich mit dem unteren zum Charakter, weil die Verbindung ist sicherer, warum auch immer. Der hier auftauchen sollte. Jawohl. Darf ich nicht vergessen, hier A und so zu drücken. Dann darf ich mich hier unten nicht verklicken und Tausch auswählen. Nicht so schnell es geht, hier annehmen. Dann geht's los, von klein auf groß, das heißt, meine Affi-Eier sind auf dem kleinen. Perfekt. Nach der Arbeit mache ich meine Shiny Oni Nuzlocke weiter in Soul Silver. Viel Erfolg. Was ist eine Shiny Nuzlocke für dich? Weil Shiny Oni Nuzlocke würde bedeuten, erstmal, du spielst erst weiter, wenn du Shinies fängst. Also du darfst nur Shinies fangen. Würde aber auch bedeuten, du darfst nur das Pokémon in Shiny fangen, was auf der ersten Route erscheint. Also du gehst auf eine Route, das erste Pokémon, was erscheint, musst du als Shiny finden. Und dann, wenn ein Shiny von dir K.O. geht, musst du es wegschmeißen. Das wäre für mich ein Shiny-only Nuzlocke. Ist das so? Oder meinst du einfach nur, du spielst ein Spiel durch, nur mit Shinies? Das erste ist schon gemein, nur das erste Pokémon auf der Route zu fangen, weil, wenn du Pech hast, hast du beim ersten Mal so einen 1%-Encounter. Dann gehen wir hier dahin und hier dahin. Bye, Danu. Butler sind richtige Schulen, die sehr schwer sind. Hab da mal eine Doku gesehen, das ist aber zumindest in Deutschland kein anerkannter Beruf. Ja, aber sobald du es dann Personal Assistant nennst, ist es wieder ein Beruf, oder?
Nee, ich mach's extra davor, weil wenn ich's danach mache, ich merke mir einfach, dass ich noch tauschen muss. Wenn ich es danach mache, weiß ich nicht mehr, muss ich jetzt noch tauschen? Also ja, es ist egal, man muss sich halt so merken, wie man es macht. Aber für mich beginnt der Reset davor. Weil das sind ja auch dann neue Eier. Quasi ein Reset beginnt mit neuen Eiern. Wenn ich das anders machen würde, dann würde... Achso, der Reset würde dann auch mit neuen Eiern beginnen. Never mind. Quasi hier beginnt der Reset mit alten Eiern und ich mache sie zu neuen Eiern. Stimmt. Butler ist die bessere Haushaltshilfe, der macht ohne aufzufallen. Er macht auch schon mehr. Eine Haushaltshilfe würde wahrscheinlich nicht für dich kochen. Haushaltshilfen könnten aber für dich einkaufen wahrscheinlich. Ja, es ist alles Definitionssache. Macht halt jeder, wie er eingestellt wird, ne? So, wir sind schon bei 3 Minuten 40 und 3 Manafis. Geschickt. Kümmer dich gut um Ei. Hallo Mina. Hallo Sammy. Ich versuche es richtig zu machen. Wir testen gerade die Zeit. Ich versuche es gerade sogar richtig perfekt zu machen. Um zu schauen, was im besten Fall für mich die Zeit wäre, die ich brauche. Im Moment sind es zwischen 30 und 40 Minuten, die ich jedes Mal brauche. Es tut weh. Es ist sehr anstrengend, Sammy. Hilfe mir. Hilfe mir. Hol mich hier raus. Ich bin doch Shiny Raten von 1 zu 512 gewöhnt. Gewohnt. RIP, du brauchst über 8K Encounter. Ja, dann RIP ich die Kabel hier raus. Ich schick dir all mein Glück. Aber wir brauchen doch alle Glück. Vor allem die Kinder da draußen, die rumschreien, dass ich nicht gleich rausrenne und... Okay, ich habe alle Eier nach oben geschickt. Das heißt, ich werde gleich resetten den Kleinen. Das darf man erst machen, wenn ich wieder im Bildschirm bin, weil jetzt wird gerade gespeichert. 1 zu 512, was habe ich gesagt? 1 zu 12. Ja. Bam. Bam. Spam, spam, spam. Rausgehen. Konzentration. 5 Minuten sind wir. Reset. Löschen. Kurz gucken, ob hier wirklich die Manafi-Eier drauf sind. Das gehört dazu. Jawohl. Wiederherstellen. Daten trotzdem löschen. Auf jeden Fall. Weg mit dem Schund und laufen. Und laufen. Genau genommen könnte ich jetzt noch, was Dave sagt, den unteren Bildschirm jetzt schon resetten. Weil sobald alle Daten werden gelöscht dasteht, ist der Spielstand weg. Und das dauert ewig, bis er da irgendwie durchrechnet. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich immer glücklich bin, wenn ich in Ruhe hin und her laufen kann. Deswegen messe ich das jetzt mal ohne. Du meinst 1 zu 512 verwöhnt? Achso, anstatt gewohnt, ja. Hallo Dusty. Jetzt bin ich mal dabei beim Ausbrüten. Hallo Face. Weißt du, das klingt schon immer so anstrengend, dass ich mir noch nicht einmal angeschaut habe, was man tun müsste. Ausrufezeichen Manafi, ich habe eine wunderschöne Übersicht gebaut. Falls dich das interessiert. Aber kurz gesagt, wir müssen nicht Manafi resetten, weil Manafi kann man nicht resetten, weil es immer die gleichen Eier sind. Und Eier haben ja immer die gleichen Stats. Die gleichen Werte. Und deswegen resetten wir uns. Unsere Trainer-ID wird resettet. Dazu müssen wir jedes Mal ein neues Spiel starten, die Eier rüber tun, neu ausbrüten. Neues Spiel starten, die Eier rüber tun, neu ausbrüten, neues Spiel starten und so weiter und so fort. Dummer Pokéball. Drück dich doch! Oh, das ist. Da brauche ich am längsten, den da unten zu drücken, ey. Und die Kinder da draußen, halt die Fresse, Mann. Wir Menschen leben mit den Pokémon. Ja, 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 ja. Am Fax so der Chiller. Wie?
bin ein Babyboy. Ich bin ein Babyboy, ja. Ich verrate dir meinen Namen. Baby Leo. Übrigens, weil wir natürlich viel Zeit dafür haben. Meguminar, du bist ein Schilterus. Nein, ein Samazenta. Das war gerade Zeitverlust, weil ich nicht Dirk ausgewählt habe. Allein noch 4 Games mit der Nuffy einzubekommen. Also auf... Wir haben uns mal das überlegt. Anscheinend wurden 4 Millionen Ranger verkauft. Oder was war es? 2,5 Millionen Ranger wurden verkauft auf der ganzen Welt. Anscheinend, oder waren es 4, 5, 6, irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Manaphy-Ei da noch drauf ist, ist eigentlich relativ hoch, weil erstmal das Spiel durchspielen macht keinen Spaß. Und welche Kinder haben es schon durchgespielt und vor allem welche Kinder haben schon dann auch noch ein anderes Gen 4 Spiel besessen und da das Ei rübergetan und die Bonus-Quest freigeschalten mit einem Passwort und. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt riesig, dass die Eier noch drauf sind. Der Übersichts-Leo. Wie? Nummer 2, Manaphy. Wir sind so schnell, wir sind so fix, wir sind so schnell. Du machst die Ranger-Reihe echt gerne. Ja, 2 und 3 sollen dann auch besser sein. Aber das erste, nachdem ich das jetzt 4-mal quasi gespielt habe, geh doch da raus aus dem Haus, Junge! Muss ich sagen, Ranger 1 hat mich nicht... Ich habe es schon beim ersten Mal durchspielen, hat es mir keinen Spaß gemacht. Also es war okay, es war mal was anderes, aber es war... sicher kein großes Erfreunis. Es war zu viel Geärgere, dass man seinen Bildschirm da unten malträtieren muss die ganze Zeit und mit voller Wucht und Geschwindigkeit um Pokémon wedeln muss. Immer und immer wieder. Ich habe es durchgespielt und das Manaphy ist noch auf Ranger. Ja, weil warum solltest du auch es mit einem Gen 4 Spiel verknüpfen und sowas? Da hat man halt, da legt man doch als Kind überhaupt keinen Wert drauf und so. Also schon, aber halt sicher nicht mehr als 50% der Leute, würde ich sagen. Ich fand die Prüfungen mit Brutalanda und Libeldra übertrieben schwer. Ich frage mich, wie das ein Kind packen soll. Musste man die für die Story machen? Ich kann mich nur wirklich daran erinnern, dass die 3 Raubkatzen so abnormal schwer waren. Entei war Hölle. Aber kann auch sein, dass ich... Libeldra und Brutalanda... Doch, ich erinnere mich. Libeldra und Brutalanda waren... Libeldra hat da und so Sandstürme gemacht, ne? Stimmt, die waren auch krank schwer. Du kannst schon davor rausfinden, ob Manaphy drauf ist. Du musst es nicht durchspielen, um es zu checken. Du siehst am Menü, ob die Quest jemals freigeschaltet wurde. Dann haben wir festgestellt, dass nur ein Ei drauf ist. Sie wollte es auch. Die Kinder da draußen sorgen gerade dafür, dass meine Zeit verschlechtert wird. Hier geht's um was, Kiddies. Hier geht's um was. 11 Minuten 23 sind wir schon. Wie soll man denn 20 Minuten schaffen? Ich muss noch 5 Pokémon fangen. Aber warte mal, habe ich schon alle 4 ausgebrütet? Ich glaube, eins fehlt mir noch. Steh auf. Warum geht es? Ich habe das ausgemacht. Warum kann Kativa mich aufstehen lassen? Kativa? Nein. Aber nein, ich bin nicht deine Marionette. Wie? So, das ist das letzte Mal, Affi. Jetzt können wir gleich uns auf ein Spiel konzentrieren. Bam, bam. Ich könnte während dem Kampf die Manaphys jetzt checken. Dann bin ich sogar noch krasser. Pass auf. Pokémon. Manaphy. Ja, wenn es jetzt shiny ist, ne? Dann werden wir nie rausfinden, wie schnell ich bin. 1, nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht. Fuck. Zeitverlust. Kein Zeitverlust.
Das wäre ein riesiger Zeitverlust gewesen. Es wäre so ein riesiger Zeitverlust gewesen. Aber ich habe vorausgedacht. Ich wusste, dass ich idiotisch unterwegs bin und nicht bis vier zählen kann. Nein, ist gleich noch eine Information nötig. Ich habe gezahlt, also hoch mit dir. Ach, wie viel Geld hast du denn ausgegeben? Ich mache hier gerade was Wichtiges. Ich kann wirklich buchstäblich nicht auf den Knopf drücken, um jetzt aufzustehen. Ist auch die Frage, ob du das willst, weil ich werde nach diesem Unterfangen hier, was ich gerade mache, aufhören zu streamen. Happens, kannst du Kativa die Punkte zurückgeben? Jetzt weißt du, wie viel Zeit du verlierst im Worst Case. Nein, ich habe keine Zeit verloren. Es lief geschmiert. Aber warum sind die Eier... Die Eier sind wahrscheinlich extra früh letztes Mal ausgeschlüpft, weil ich eben langsamer war. Im anderen Spiel. Wenn ich im anderen Spiel langsamer bin, dann schlüpfen die Eier natürlich früher an der Stelle, wo ich gerade war. Da ist jetzt aber Nummer 4. Jetzt kann ich gerade die Eier nicht checken, aber... Jetzt muss ich hier gerade Turbotreter gehen. Mama. Okay, nicht laufen im Gras. Oh mein Gott, das Schild. Der Endgegner. Stopp. Ihr Lügner. Vorhin bin ich mit Laufen durchs Gras gekommen. Und dann steht der dumme NPC da. Wird eh kein NPC sein, kannst resetten. Darf ich aber nicht 4 zählen. Schnell, lauf, 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 lauf. Es hat geklappt, oh mein Gott. Okay. Check. Shiny check. Nochmal alle, natürlich. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Wie dieser. Wie dieser. Und aus. Okay. Professor. Nein, kein Spitzname. B-Mashen. Und danach dem Spitznamen A-Mashen. Weil er einen dann fragt, willst du für mich das machen? Und wenn du Nein sagst, dann landen wir in einem ewigen Loop, in dem der Professor vergisst, dass du Nein sagst. Der hört dich nicht. Er sagt, er fragt dich so oft, bis du ja sagst, der Idiot. Wie in jedem Spiel. Auch wenn du zu Nimona sagst, nein, ich will nicht gegen dich antreten. Ach, komm schon. Nein, ich will nicht gegen dich antreten. Ach, komm schon. So, jetzt kann ich hier schon im anderen Spiel kurz rausgehen und mich neben die Frau stellen. Zeitersparnis, Zeitersparnis. Gut, der eine DS ist jetzt fertig. Und Henriette, du bist ein Jiraji. Oh mein Gott, Zeitverlust. Ich bin Speedrunner. Ich habe 5 Speedruns auf speedrun.com, okay? Pokémon Snap 1, Pokémon Snap 2. Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. Was habe ich denn vergessen? Noch was? Hä, doch. Mario Party. Das definiert doch ein Speedrunner, oder? Ein offiziellen Run auf speedrun.com zu haben. Auch wenn es Platz 200 ist, aber hallo? Wie soll man denn auf 20 Minuten kommen? Ich habe nur noch 3 Minuten, um 5 Pokémon zu fangen. Man kann nicht 20 Minuten machen. Und der eine Reset am Anfang würde auch mir keine 3 Minuten jetzt schenken. Vielleicht eine Minute maximal. Sondern macht man das ganz am Anfang hier, dass man nicht auf dem Rückweg nochmal in Pokémon reinrennt. Jetzt kommen keine. Was machst du eigentlich mit den Ranger-Spielen? In ein Etui, in eine wunderschöne
Case, Trophäe bauen und dann verbrennen. So, damit es jetzt schneller geht, mache ich das so, weil ich sehe nicht beide Sachen. Und ich sehe immer noch nicht beide Sachen, wegen der Schärfe. Tekelus, Beutel, Bälle. Ich frage mich echt, ob es jemand mal getestet hat, indem er 1000 Mal Nein gesagt hat. Nein, aber... Glaubst du, er sagt irgendwann, okay, dann nicht. Spielende, Credits. Leo verbrachte sein ganzes Leben in einer einzigen Stadt, weil er niemals aus dem Gras rausgekommen ist. Leo entschiedet sich die Eier zurück auf alle Spiele und verkauft sie für echtes Gold, für echte Poké-Dollar. Drin. Hey. Wir machen einfach einen Task-Speedrun hier und dann sehen wir, was die maximale unmenschliche Zeit ist, das zu schaffen. Hallo Josh, was hast du gegessen? Wichtig. Verlosung, wenn er das Shiny hat. Die Frage ist noch, wo brüte ich das Manaphy-Ei aus? Gehe ich irgendwo an eine coole Stelle und brüte es dort aus? Ey, 3 in Folge. Keins ist bis jetzt ausgeschlüpft. Schnitzel und Pommes. Okay. Das war 3, ne? 3. Vier. Tschüss, Hikaru. Und vor allem, du könntest ja die anderen Manaphy-Eier dir noch sparen, indem du sie nicht ausbrütest. Und halt wirklich anderen Leuten schenkst. Die dann daraus immer noch ein Shiny machen können. Oder? Würde ja gehen, klar. Also musst halt physisch schenken, also tatsächlich die Person neben dir haben beim Schenken. Aber man könnte die übrigen Eier tatsächlich irgendwie hergeben. Indem man zum Beispiel die Cartridge verschickt. Für Eier sind auch noch übrig. Achso, weil das andere Spiel noch nicht gemacht wurde, ja. So, das ist das letzte. Wir sind bei 21 Minuten. Okay, geht doch tatsächlich besser als gedacht. Ich muss nur noch eins fangen. Das heißt, wir sind wirklich zwischen 20 und 30 Minuten. Und ich hab's gekillt. Okay, aber wir wissen, ich hab's gekillt, weil ich hab nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich hab's versucht, blind zu machen. Gen 4 kann man noch online tauschen über DNS-Server. Was? Was willst du machen? Kommt jetzt hier wieder mit den krassesten Cheats. In Gen 4 kann man nicht online tauschen. Nur indem. Schau, wie er einfach Kampf auswählt, obwohl ich Beutel auswählen wollte. Wie findest du, dass die Server von 3DS und Wii U angeschaltet wurden? Was? Abgeschaltet wurden. Das finde ich super klasse. Ich finde, man sollte immer Server abschalten, um es Leuten schwerer zu machen. Hä, was denkst du, was ich denke?
Fion Shiny aus Gen 4 würde ich nach Shiny Manaphy sagen. Davon habe ich schon zwei. Wer hat denn kein Shiny Fion? Hallo? Einfachstes Shiny ever. Viertes Ei. Dann habe ich es. Davor habe ich es nochmal gemacht. Oder das vierte Ei war nochmal. Hallo Jimmy. 25 Minuten sind echt drin, aber nur wenn man sich anstrengt. Nicht, wenn man dabei streamt und Fragen beantworten muss, wie. Was findest du? Wie findest du es, dass Nintendo Server abschaltet, die von zwei Leuten noch benutzt werden? Und. Time! 23 Minuten 23. Mit einem Fang-Fail sogar. Warte mal, habe ich überhaupt alle fünf? Ja, okay. 23 Minuten 23. Trotz Fail, das heißt 20 sind echt drin, vor allem wenn man am Anfang schnell resettet. Oder 21 oder so. Ich habe nicht wirklich einen Fehler gemacht. Aber ich war natürlich nicht perfekt. Aber 23 Minuten ist schon besser als 40. Aber dann verfängt man sich und dann kommt nichts. Und die sind auch alle echt gut drin geblieben. Außer einmal. Eins ist eins ausgeschlüpft. Aber geht schon. Hier muss ich jetzt aber speichern. Beim anderen muss ich nicht speichern. Alright. Du sollst mal einen Rechtschreibkurs machen. Oder dein wahrscheinlich Autokorrektur ausschalten. Ich muss dir nun berichten. Ich habe nicht ein Ho-Oh während deines ganzen Streams gesehen. Hab extra auf 25k genau resettet. Und dann habe ich die ganze Zeit einfach keine Zeit für Ho-Oh. Heute kommt also nichts im Stream. Mariko. Habe ich überhaupt gedrückt? Nein. 152 Shinies. Manaphys. Mariko, so kommt kein Shiny Ho-Oh, wenn du einfach bei 25.000 drauf bleibst. Aber ich kenne das. Ich habe auch nicht Entei weitergemacht, als ich Half-Odds erreicht habe. Aber ich hatte auch keine Zeit. So, dann können wir das ausmachen. Dann nehmen wir unseren 3DS und schütteln ihn, damit Schritte gezählt werden. Und dann war es das für heute. Ich gehe jetzt einkaufen. Und werde jede Sekunde davon hassen. So wie jeder. Es gibt Leute, die gehen gerne einkaufen, ne? Manchmal gehe ich gerne einkaufen. Aber nicht, wenn ich Hunger habe und eigentlich nur was essen will. Aber man muss halt einkaufen, weil man nichts zu essen hat. Somit muss man hungrig einkaufen gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Man kann ja nicht einkaufen gehen, wenn man nichts braucht. Man kann ja nur einkaufen gehen, wenn man was braucht. Und dann geht man ja hungrig einkaufen. Es geht ja gar nicht anders. Kausalität. Ich hasse einzukaufen, weil ich keinen Bock auf meine Kollegen habe. Ich meine, du könntest ja woanders einkaufen gehen. Nein, Reset? Nein, ich habe 152 Manaphys, nicht Resets. Willst du in Alola auch die Pokémon auf der Insel fangen, auf der es sie das erste Mal zu fangen gab? Auf der Insel dort? Nein, es zählt nur das Spiel, nicht die Insel. Beziehungsweise die Gen zählt, nicht die Insel. Kommt heute Abend wieder ein Manaphy-Stream? Der war doch grad. Nee, ich glaube nicht. Das habe ich nur gemacht, weil Rosa auf Reisen war. Da habe ich nichts Besseres zu tun, als mit euch abzuhängen. Deswegen habe ich dreimal hintereinander nachts. Funktioniert das mit Toilettenpapier auch so? Wenn du kein Toilettenpapier hast, gehst du automatisch mit Druck Toilettenpapier kaufen. Ja, oder? Weil du würdest ja nicht kurz vorm Einkaufen gehen auf die Toilette gehen, weil geht ja nicht. Das heißt, du hast definitiv mehr Druck beim Toilettenpapier kaufen, als wenn du Toilettenpapier hättest. Ich würde sagen, es ist ein universelles Gesetz. Wie kriegst du nicht Rabatte in jedem Rewe? Hast du nicht so einen coolen Rewe-goldene Kreditkarte oder so?
Wie, du kannst nur in dem Rewe, in dem du arbeitest, Rabatt kriegen? Was ist das für ein Quatsch? Du brauchst so eine goldene McDonald's-Karte. Die gab es damals übrigens wirklich. Black war die. So eine schwarze McDonald's-Karte. Die haben bestimmte Leute gekriegt, wie so halt, die halt gewerbt haben für die. Heidi Klum, glaube ich, hatte eine. Was war das? Nee. Einfach behaupten. Mitarbeiter Kategat in der eigenen Filiale 15% in anderen 5%. Was macht es für bei Rewe? Okay, Filialen, naja. Ich habe gerade gesehen, ich habe Shiny Manafi. Okay. Ich glaube, sieht real aus. Mhm. Du willst mir sagen, du hast dich nicht daran erinnert, dass du ein Shiny Manafi hast, guckst zufällig nach, siehst zufällig, dass du ein Shiny Manafi hast, was du nicht wusstest, und behauptest jetzt, dass das real ist. Du willst mir sagen, irgendjemand hat im Wundertausch ein Manafi reingehauen und dir geschickt? Fion. Achso. Ja, das ist was anderes. Fion ist was anderes. Aber auch so, wenn du dich nicht an Fion erinnerst, bisschen komisch. Fion ist besonders genug, um sich dran zu erinnern. Das ist jetzt kein Taubsi. Und ich erinnere mich an mein erstes Taubsi. Das war es vor 382 Tagen. Bei einer leichten Sommerbrise. Ich bin am Meer entlang gegangen und habe auf einmal auf ein Taubsi in Pokémon Go geklickt. Und da war es. Hässlich. Aber ich habe es trotzdem gefangen. Und es ist so immer noch hässlich. Auf meinem Pokémon Home. Hab das im Trade bekommen? Ja, das ist sicher echt. Ja, das ist sicher echt. Definitiv. Dort ist meine Goldcard Dominos. Dominos ist widerlich. Ich verstehe nicht, wie Leute Dominos Pizza gut finden können. Das ist keine Pizza, was die machen. Das ist einfach nur ein Haufen Brei mit Haufen Zeug drauf. Nichts davon schmeckt so wie eine Pizza. Es ist eine unverschämt. Noch schlimmer ist es, dass Leute tatsächlich Dominos verteidigen. Unglaublich. Ich habe da zweimal gegessen. Und beide Male waren schrecklich. Mehrmals muss ich es nicht ausprobieren. Sie verdienen keine dritte Chance, weil dann liegt die Schuld bei mir, dass es schlecht ist. Tschüss. Ist jemand online, den wir raiden können? Ich beende schon mal den YouTube-Stream, denn ihr raidet eh nicht mit. Tschüss YouTube. Kommt auf Twitch und schaut dazu. Ist viel cooler. Da könnt ihr so Sachen machen wie yay. Pumpkin. Sag ich doch. Tschüss.